auf, ein Monster! Vorsicht! Flieht! Raus hier! Bringt euch in Sicherheit! Ein grässliches Monster! Ein Rieseninsekt! Nein, ein Drache! Unsinn, es ist etwas ganz anderes! Ist doch egal, was es ist! Es ist ein Monster! Ein grässliches Monster! Hey, 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 was habt ihr denn? Manuel? Bist du es? Ja, wer denn sonst? Was ist mit euch los? Kaum bin ich ein paar Tage beruflich in Hamburg und rasiere mich nicht und schon dreht ihr hier durch. Das semanische Quartett präsentiert von planeteternia.de. Heute wird es dämonisch, denn wir reden über... Bandulok! Ganz genau, das Moto-Hörspiel Nummer 21, Dämon... Bandulok! Außerdem kommen wir in den News unter anderem nochmal zum 2000X-Abo zu sprechen. Gibt es wieder Biografien? Ja klar, zum Beispiel über... Bandulok! Nee, die hatten wir schon mal. Ja, um welche es sich handelt, erfahrt ihr gleich in Folge 85 des Himanischen Quartetts mit Manuel Galen Nykov Miesner, dem Sebastian Wiley Glostufoss sowie mit The Formless One und Gordon Volkmar. Ja, wie? Das bist doch beides du. Tja, ob Gordon seine Schizophrenie wieder in den Griff kriegt, wird sich bald zeigen. Also dann, viel Spaß! Das semanische Quartett präsentiert von planeteternia.de. Ja, Manuel, ich muss sagen, ich bin echt froh, dass du wieder da bist, weil, also, letzte Woche der Täufer-Talkback, der war total anstrengend. Wenn ich gewusst hätte, was für ein Stress auf mich wartet, ich hätte dir den Dienst verweigert. Ja, an dieser Stelle vielen herzlichen Dank, Sebastian, dass du bei der letzten Aufnahme da für mich eingesprungen bist. War so natürlich nicht geplant. Ich musste allerdings dann doch recht spontan beruflich nach Hamburg und das war genau Anfang der Woche. Und aufgrund der Messe, um die es in der letzten Episode ging, konnten wir die Aufnahme natürlich auch nicht verschieben, weshalb wir das dann einfach dann mal zumindest mal zur Hälfte dann mal ohne mich dann durchgeführt haben. Aber hat, glaube ich, auch wunderbar geklappt. Freue ich mich sehr drüber und wie gesagt, da nochmal vielen herzlichen Dank. Ja, letzte Woche war ich nicht nur in Hamburg, sondern letzte Woche war ja auch Fasching, Fasnacht, Karneval, wie man es auch immer wieder nennen mag. Wie sieht das eigentlich so bei euch aus? Wird das in eurer Gegend zelebriert oder ist da eher tote Hose? Sebastian, wie sieht's denn aus im Münchner Raum? Ja gut, Münchner Raum, da gibt's natürlich auch sowas wie Fasching und wo. Ich habe dieses Jahr aber gar nichts davon mitgekriegt, weil bei mir im Landkreis hätte ich überhaupt nur den Kinderfasching mitgemacht, weil da halt die Kinder natürlich hingewollt hätten. Aber der wurde mangels freiwilliger Helfer auch noch abgeblasen und insofern bin ich dieses Jahr faschingsfrei rausgekommen. Bin auch ehrlich gesagt persönlich sehr froh drüber, weil ich komme ja aus Rheinland-Pfalz und auch bei mir im Hinterwald in der Eifel, wo sich Hund und Katz gut Nacht sagen, da wird sehr heftig gefeiert und irgendwie habe ich da schon, glaube ich, fürs Leben genug gehabt. Wie sieht das denn eigentlich auf Sylt aus, Gordon? Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Gibt es auf Sylt Fasching und Karneval oder ist das auch wirklich dann eher Fremdwort? Naja, also hier gibt es nur sowas wie Maskerade. Das wird dann in der Regel eigentlich auch nur von den Kindern zelebriert. Ansonsten haben wir hier unglaublich viele Faschingsflüchtlinge. Die kommen dann nämlich immer zum Biekebrennen zu uns. Für die Leute, die Biekebrennen nicht kennen, das kann man eventuell mit sowas wie dem Osterfeuer vergleichen. Das wurde damals angezündet, wenn die Seefahrer zur See gefahren sind, beziehungsweise auch wieder, um an Land zurückzufinden, sind dann große Feuer angezündet worden. Hat zeitgleich auch was mit der Vertreibung des Winters zu tun. Und das hatten wir jetzt gerade wieder am 21. Februar. Und ja, da kommen ganz viele von diesen Karnevalsflüchtlingen hierher auf die Insel, die halt alle keinen Bock auf den ganzen Kram haben. Ja, wahrscheinlich kommen diese ganzen Flüchtlinge aus dem Ruhrpott, denn da soll ja Gerüchte zufolge eine Karnevalshochburg sein. Das bringt uns zu unserem Gast Christopher. An dieser Stelle schon mal ein herzliches Hallo. Wie sieht's denn aus im Ruhrpott? Ist da Halligalli? Ja, das ist in der Tat Halligalli. Jetzt habe ich das Pech, dass ich in der Nähe von einer dieser Hochburgen wohne. Und ich bin aber überhaupt kein Karneval-Fan. Ich hasse Karneval. Ich finde das total albern und ich versuche mich möglichst daraus zu ziehen und nichts davon mitzubekommen. Okay, inwiefern kann man sich das vorstellen? Schließt du dich dann ein? Machst du Überstunden oder was? Ich mache Überstunden bis zum Umfallen. Ich ziehe einfach durch.
Okay. Bis Aschermittwoch ziehe ich einfach durch. Scheißegal. Ja, aber ich meine, alternativ könntest du dir deine Scarecrow-Maske aufziehen und damit durch die Gegend ziehen und den berühmten Spruch sagen, oder? Ja, das mache ich aber eher lieber zu anderen Gelegenheiten. Achso. Okay, ich weiß nicht, ob ich das nachfragen soll. Lass mal lieber. Ja. Gut, also ich muss dazu sagen, abschließend, bei mir war karnevalsmäßig auch nicht sehr viel. Hier im Schwabenländle gibt's das doch. Wir haben doch schon einige Punktsitzungen hier im Umkreis und auch Faschingsumzüge etc. Aber dieses Jahr waren da auch gähnende Leere, sage ich jetzt mal. Gut, natürlich das obligatorische Kinderfasching gab's natürlich dann auch in Schule und Kindergarten etc. Aber dadurch, dass ich natürlich genau Rosenmontag bis Aschermittwoch quasi in Hamburg war, habe ich davon eigentlich null mitbekommen, aber bin jetzt wirklich nicht wirklich auch traurig darüber. Ich komme ja ursprünglich aus dem Norddeutschland, aus der Nähe von Hannover. Da ist auch nicht so viel los mit Fasching. Von daher bin ich es eh nicht gewohnt. Passt. Du Glücklicher. Ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Der Community Report. Fans im Detail. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Community Report. Natürlich haben wir uns heute auch wieder einen interessanten Gast zu uns eingeladen, um ein wenig zu fachsimpeln. Bei uns heute ist Christopher Van Strahlen, aka Scarecrow. Hallo Christopher. Ja, hallo Manuel. Ich danke, dass ich auch heute wieder dabei sein darf. Ja, die treue Zuhörer vom Himanschen Quartett, die werden deine Stimme vielleicht erkennen, denn du bist natürlich nicht das erste Mal hier bei uns zu Gast, sondern schon, ich glaube, jetzt heute das vierte Mal, kann das sein? Genau, heute genau das vierte Mal. Okay, und das letzte Mal war in der Folge Nummer... Ah, jetzt habe ich es mir doch tatsächlich aufschreiben wollen. Jetzt habe ich nicht aufgeschrieben, welche Nummer das war. Ich glaube aber 52, 53, weiß ich gerade gar nicht mehr so genau. Aber irgendwas in diesem Zeitraum, zumindest war das die Folge vom 27. September 2013. Also doch schon gut anderthalb Jahre her. Und witzigerweise damals haben wir auch über ein Hörspiel gesprochen. Und zwar die Folge Nummer 14 mit dem Titel »Die lachende Brücke«. Heute geht es wieder um ein Hörspiel. Heute reden wir allerdings dann über die Folge Dämon Modulok. Das ist natürlich eine interessante Einstiegsfrage. Bist du großer Fan von den Masters-Hörspielen oder warum bist du jetzt erneut bei einem Hörspiel-Talkback dabei? Ja, also wer mich kennt, weiß ja, dass ich jetzt nicht so der große Sammler bin von den Toys. Deswegen, also meine Welt der Masters beschränkt sich eigentlich mehr so auf die Cartoon-Episoden und natürlich auf die Hörspiele. Von den Hörspielen bin ich seit meiner Kindheit ein riesengroßer Fan und deswegen ist das halt auch immer so ein Thema, wo ich auch gerne drüber mit euch talke, ne? Okay, prima. Das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, bist du jetzt gar nicht so der große Sammler von den Masters-Action-Figuren oder wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also nicht wirklich. Also ich sehe mir die Figuren gerne an, wenn Matty Collector mal was Neues präsentiert oder wenn, was weiß ich, wenn Riley mal seine News schreibt dazu, dann lese ich mir die natürlich auch ganz gerne mal durch. Erfreue mich eigentlich mehr so an den Bildern oder an die Geschichten oder was Mattel sich da drumherum alles zusammenspinnt. Sammeln würde ich die Figuren nicht, weil das weiß ich nicht. Also es ist immer so eine Sache für die Leute, die jetzt wissen, dass ich in den vergangenen Ausgaben, habe ich das ja auch schon mehrfach gesagt, ich weiß nicht, ob ich da so eine Freude dran hätte, wenn ich jetzt die ganzen Figuren sammeln würde, weil ich bin nicht so ein Typ, der sich dann täglich die Figuren anguckt, sich freut, dass er sie hat, dass sie im Regal stehen und so. Das ist nicht so meins. Also von daher bin ich nicht so wirklich so der aktive Sammler. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so Figuren sehe wie Trapjaw, der gefällt mir ganz gut, oder Fangman, also das sind dann, da will ich schon manchmal, überlege ich dann schon so, machst du jetzt hier einen Cherry-Picker, suchst dir so ein paar klasse Figuren raus, aber dann denke ich mir dann doch so, na, nee, lass mal lieber. Nachher fängst du dann doch an, alles zu sammeln und das ist dann vielleicht doch nicht so gut für meinen Geldbeutel. Okay, ist das jetzt nur im Zuge der Master of Universe Classics oder hast du auch schon die 2000X-Figuren nicht gesammelt? Nein, also die 2000X-Figuren habe ich auch nicht gesammelt, aber die gefielen mir aber auch von der Optik her nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, wie war das in deiner Kindheit? Hast du da dann wesentlich Figuren gehabt oder bist du dann wirklich auch erst als Erwachsener auf das Thema Moto aufmerksam geworden?
Ja, als Kind habe ich natürlich Figuren gehabt. Also Moto war eigentlich immer sowas, was bei uns immer unterm Weihnachtsbaum lag früher. Da muss ich sagen, da gilt natürlich auch mein Dank meinem älteren Bruder, weil der hatte natürlich schon entsprechend ein paar Figuren. Und als ich dann natürlich so auch ein bisschen älter wurde, ich weiß gar nicht mehr genau, 3, 4, 5 so im Dreh, denke ich mal, so hundertprozentig weiß ich es auch nicht mehr. Aber ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass meine Eltern das irgendwie so unterbewusst oder bewusst, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, das irgendwie so aufgeteilt haben, weil ich hatte zum Beispiel als Kind überwiegend Figuren von der Horde. Ich hatte auch die Fright Zone und mein Bruder, der hatte so mehr so die Kämpfer des Bösen und Helden war eigentlich gemischt bei uns. Aber mein Bruder hatte überwiegend Figuren von Skeletors Fraktion und er hatte auch die Snake Mountain. Und ich kann mich eigentlich erinnern, so als Kind war ich so ein bisschen neidisch gewesen auf meinen Bruder, weil ich eigentlich die Snake Mountain viel cooler fand als diese blöde Freizone. Okay, ist dein Bruder älter? Der ist älter, der ist 4 Jahre älter als ich. Ah, okay, das heißt, er geht dann wirklich schon mehr so in Ende der 70er vom Baujahr her und du bist ja dann eher schon Anfang der 80er. Genau. Würdest du dann sagen, dass du dann auf das Thema Moto auch durch deinen Bruder dann aufmerksam wurdest? Ich denke ja, weil wie gesagt, er hatte schon entsprechend ein paar Figuren und das ist natürlich schon ewig her, ich weiß es nicht mehr so genau, aber ich vermute mal, dass mir das gefallen hat als Kind und ich dann irgendwann zu meinen Eltern gegangen sind, He-Man will haben. Prima. Ja, irgendwann war ja dann auch Schluss mit Moto. Wann fing es denn dann für dich als Erwachsener wieder damit an? Oh, das ist eine schwere Frage, weil Moto war eigentlich bei uns, ich bin natürlich jetzt nicht ein bisschen jünger. Das heißt, ich habe ja mehr so die Auslaufphase eigentlich mitgekriegt. Soll heißen, ich vermute mal, dass das so Ende war. 89, 90 vermute ich mal so um den Dreh. Und dann kamen ja ganz andere Sachen. Ich glaube die Turtles, dann kam ja auch schon Batman. Bin ja heute noch ein sehr großer Batman-Fan. Dann wurde man natürlich was älter, kam in die Pubertät, kamen natürlich ganz andere Interessen, logisch. Und mit Moto kam ich dann wieder in Berührung, das war Anfang meiner Studienzeit. Und zwar war das, ich meine, 2006 so um den Dreh. Und da habe ich mir mal einen Internetanschluss gegönnt. Und da habe ich mir dann gedacht, was googelst du denn mal? Und dann fiel mir irgendwann ein, ja, He-Man, stimmt. Was ist denn daraus geworden? Google mal. Dann habe ich es mal gegoogelt und bin dann irgendwie, ich glaube, auf He-Man.de zuerst gelandet, habe mir da ein paar Bilder angeguckt, war dann irgendwie dann auch wieder davon weg. Dann habe ich gedacht, guck's mal woanders. Und der zweite Link hat mich dann auf Planet Eternia geführt. Hab dann da am Anfang mir nur mal so die Seite ein bisschen angeguckt, das Forum ein bisschen. Und ich meine, 2007 habe ich mich dann auch angemeldet bei euch und seitdem bin ich eigentlich aktiv wieder mit dabei. Ja, angemeldet hast du dich, wenn ich mich recht erinnere, damals als Mitgliedsname Horde-Mitglied. Das würde ja zu deiner Erzählung passen, dass du als Kind immer hauptsächlich Figuren hattest von der wilden Horde. Mhm. Hast dann aber irgendwann gesagt, du würdest dich gerne umbenennen in Scarecrow. Und damit sind wir beim Thema Batman. Lass uns doch da nochmal ein bisschen drüber sprechen. Was fasziniert dich denn so an Batman? Also Batman ist ja auch so ein Held aus meiner Kindheit, sage ich mal. Ich war früher ein riesengroßer Fan von der Batman Animated Series. Ich habe dafür ja auch, ich meine, bis jetzt 33 Folgen von der Serie rezensiert für Heldenplanet, also für die Schwesternseite von PE. Also Batman war eigentlich durchgehend weg immer was mich immer fasziniert hat. Also auch während der Schulzeit, während des Studiums und heutzutage ist es, glaube ich, ein bisschen krasser, wenn ich ehrlich bin, weil ich mittlerweile ein riesengroßer Comic-Fan bin und auch schon zahlreiche Comics von Batman hier habe und jetzt mit dem neuen Reboot von DC bin ich da auch aktiv wieder voll dabei und Batman fasziniert mich halt, weil das ist nicht so ein gewöhnlicher Superheld, weil Batman ist für mich immer so ein bisschen, ja, wie drücke ich mich aus? Also der Batman, wenn man Batman halt genauer beleuchtet, ist er eigentlich er ist schon besser als seine Gegenspieler, aber eigentlich ist er ja auch jemand, der
ja, der schon ziemlich einen an der Klatsche hat, wenn man das mal so ausdrücken möchte, ne? Und Batman ist halt nur so ein gewöhnlicher Kerl. Also so die Botschaft, die immer so dahinter steckt, ist ja eigentlich, ja, das könnte jeder sein, weil er hat ja ein und für sich keine Superkräfte. Und das ist, und was mich auch an Batman sehr fasziniert, wenn man sich seine Gegenspieler anguckt, die sind alle sehr gut durchdacht, die haben eine tragische, richtig ausgereifte Hintergrundgeschichte. Das Ganze geht ja mehr so ins Psychologische rein. Und das ist halt das, was mich bei Batman immer sehr fasziniert. Keine Superkräfte, aber einen dicken Geldbeutel auf alle Fälle. Ja, das stimmt. Ja, wie sieht es denn aus mit Actionfiguren im Bereich Batman? Hältst du das dann da wie bei He-Man, dass du dir eigentlich die nur online anschaust oder sammelst du die? Sammeln tue ich die nicht. Also ich habe jetzt mir mal die auch diese von diese Animated Actionfiguren mal angeschaut, die jetzt rausgekommen sind. Ja, sehen ganz nett aus. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, im Vergleich zu den Masters weiß ich nicht. Also gefallen die mir von der Optik her überhaupt nicht. Optik heißt generell hässlich oder entsprechen sie jetzt so nicht dem Bild, was du jetzt, sag ich mal, von Batman hast? Ich sag mal so, also das entspricht überhaupt nicht meinem Bild. Also das ist, ich muss dazu sagen, ich habe aber ein paar Actionfiguren hier, aber was heißt Actionfiguren? Also das von der Videospielreihe, von der Arkham-Videospielreihe gab's damals Figuren, also von Arkham Asylum und von Arkham City. Die Figuren fand ich super, die waren vom Design her klasse, davon habe ich mir ein paar geordert, die stehen auch bei mir im Regal, weil das hat mich, die fand ich richtig top und da habe ich mir gedacht, ach komm, die kaufst du dir jetzt einfach mal, egal, das gönnst du dir mal. Aber jetzt hier von diesen Animated-Figuren, die finde ich richtig hässlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, ja, nicht nur die Figuren durchleben da eine gewisse Änderung, sondern jetzt Batman selber erlebt ja auch Änderungen im Bereich Kino und auch TV-Serien. Das bringt mich zu einer Frage in Bezug auf die neue Serie, die kürzlich gestartet ist, mit dem Titel Gotham. Mhm. Was hältst du davon? Der eine oder andere wird mich jetzt schlagen, glaube ich. Also ich persönlich... Sag ruhig deine ehrliche Meinung, uns hört keiner zu. Ja, also ich persönlich bin ja, ich bin ein ziemlich großer Comic-Purist. Das soll heißen, ich schaue sehr stark darauf und vergleiche Sachen auch sehr stark mit den Comics. Ich weiß, das ist so eine Schwäche von mir und man kann jetzt auch Kritik äußern und sagen, ja, man soll nicht immer zu stark auf den Comics pochen, sondern das sind Neuinterpretationen. Ja, kann man so sehen. Aber ich sehe das nicht so, weil ich habe immer so ein Problem damit, wenn in einem Film oder in einer Serie, wie jetzt im Gotham, Charaktere sich anders verhalten als wie in den Comics oder wenn Namen geändert werden und das mag ich nicht. Und wenn ich dann so Protagonisten sehe, wie zum Beispiel der Pinguin, der ja in Gotham eigentlich recht stark polarisiert wird, der sich dann meiner Meinung nach eher verhält wie ein Psychopath als wie der Pinguin. Und dann denke ich mir dann immer so, nee, das gefällt mir nicht. Und mir ist natürlich klar, man kann nicht immer alles eins zu eins umsetzen. Mir ist auch klar, dass man hier und da vielleicht was hinzudichten kann. Da habe ich persönlich auch nichts gegen, aber ich mag es nicht, wenn Charaktere sich anders verhalten als wie in den Comics, weil ich finde, das ist sowas, was man eigentlich beibehalten sollte, meiner Meinung nach. Ein anderer Punkt ist dann natürlich, wenn Charaktere anders genannt werden, also einen anderen Namen bekommen. Ein bestes Beispiel dafür ist zum Beispiel Poison Ivy, die in der Serie mit Ivy Pepper angesprochen wird, wo ich mir dann denke so, was soll das? Die hat einen eigenen Namen, einen realen Namen. Der ist Pamela Lillian Isley. Warum wird diese Protagonist in dieser Serie umbenannt? Verstehe ich nicht. Würdest du sagen, dass jetzt solche Serien und vielleicht sogar auch die vergangenen drei Batman-Kinofilme, vielleicht sogar auch die kommenden Batman-Verfilmungen, sag ich mal, auf Mainstream gemacht werden, damit sie ein größeres Publikum ansprechen, aber letztendlich, sage ich jetzt mal, wirkliche Comic-Fans wie dich denn doch eher ja verärgern bzw. vergraulen? Ja, natürlich ist alles Mainstream gemacht. Ich meine, die Filmindustrie oder die will natürlich auch Geld verdienen. Das ist mir schon klar. Und damit sollen natürlich auch so viele Leute, die jetzt auch mit Batman nicht wirklich viel am Hut haben, ins Kino gelockt werden, die den Namen vielleicht noch kennen. Ach ja, Batman klingelt, kenne ich noch den Joker oder sowas, ne? Das ist mir schon klar. Aber, da muss ich auch mal eine kleine Lanze für die Nolan-Filme brechen. Wer mich kennt, weiß, dass ich die Filme nicht sonderlich mag.
Allerdings muss ich dazu sagen, natürlich hat sich auch Christopher Nolan an viele Comicgeschichten bedient. Das ist auch positiv auszulegen. Mir persönlich haben die Nolan-Filme aber... Die haben ja, der erste Nolan-Film hat mir eigentlich viel versauert, eben weil Scarecrow da drin vorkommt. Und Scarecrow ist mein Lieblingsantagonist von Batman. Ist ja auch klar, darum auch der Name im Übrigen. Und ich fand den so lächerlich und dämlich dargestellt. Und da war ich einfach nur tierisch enttäuscht, weil ich mich so gefreut habe, dass dieser Charakter dabei ist. Und dann wurde daraus so eine Lachnummer. Und das hat mir eigentlich die ganzen Nolan-Filme versaut, ehrlich gesagt. Ja, Christoph, vielen herzlichen Dank, dass du uns ein paar Fragen beantwortet hast. Als Abschluss vielleicht noch eine ganz kurze Frage. He-Man kämpfte ja mal gegen Superman. Jetzt stellen wir uns mal vor, er kämpft gegen Batman. Wer würde gewinnen? Batman. Alles klar. Vielen herzlichen Dank, dass du hier, wie gesagt, uns ein paar Fragen beantwortet hast. Im Community Report wollen wir uns natürlich auch nach wie vor wieder ein paar Fanfragen stellen, so auch in dieser Episode. Und die erste Frage kommt von Planetonia-Mitglied Relic 320 und er fragt, ist Roboto X78 jetzt in jeder Folge dabei? Sebastian. Juhu. Ja, nee, natürlich nicht. Ups, jetzt bin ich ja doch wieder mit drin. Okay, bin dann mal wieder weg. Ciao. Danke, Stefan, für die Antwort deiner Frage. Keine Ahnung, wo du jetzt herkommst, aber passt, alles klar. Gut, die nächste Frage, die kommt auch von einem Planetonia-Mitglied, und zwar von Kendor. Und er fragt, es wurde erwähnt, dass Peekaboo die Great Rebellion abschließt, beziehungsweise komplett macht. Fehlt da nicht noch Perfumer, Gordon? Ja, da fehlt noch Perfumer, aber das wurde ja auch nicht gesagt, sondern ich habe nur gesagt, dass Peekaboo die Great Rebellion vervollständigt. Ja, vervollständigt im Sinne von, es könnte auch noch jemand weiteres kommen. Ja, ich habe nicht gesagt, dass das den Abschluss der Rebellion bringt. Also es ist schon so, dass Perfumer natürlich noch kommt. Ja, dann hat uns noch eine Nachricht erreicht, auch über Planetonia, und zwar von Mitglied Hansa. Und er fragt, ist euch etwas bekannt, ob die ganzen einzelnen zerstückelten Handlungsstränge von Bios und Minicomics mal zu einer großen, epischen und kompletten Geschichte zusammengeführt werden? Heftbuch, keine Ahnung, irgendwas. Sebastian, du weißt doch was. Ja, hast du vorhin Martells Seite, damals Scott Neidlich, der hatte mal gesagt, auf so eine ähnliche Frage, das wäre vielleicht eine Idee, müsste man mal gucken, hat aber nie was Konkretes gesagt. Das heißt, theoretisch bestünde die Möglichkeit, dass Martell irgendwann das mal als eine Art Sammlung rausbringt, ob sich das dann auch rentiert oder das jetzige Management das auch wirklich machen würde, steht dabei in Frage. Aber zumindest auf PE gibt es ja schon mal den Thread, die Motosaga, den der User Fangman da gestartet und hat und verwaltet, wo halt, ich glaube mittlerweile so circa 99% der ganzen Biografien und Minicomic-Ereignisse eben dort chronologisch zusammengefasst werden. Und ich glaube, so gut wie es da drin ist, wird es Mattel selten hinkriegen können. Doch, ich glaube, das wird der neue Kinofilm. Ja, soviel mal zu den neuesten Fragen an uns. Christoph, an dieser Stelle nochmal einen vielen herzlichen Dank, dass du uns ein paar Fragen im Vorfeld beantwortet hast. Wer mehr über dich erfahren möchte, der sollte natürlich dranbleiben, denn du bleibst natürlich noch ein wenig unser Gast. Wir machen jetzt weiter mit Nachgefragt und widmen uns den Neuigkeiten der letzten 3 Wochen. Bis gleich. Bist du ein Masters-Fan und möchtest gerne mal beim Himanischen Quartett zu Gast sein? Dann keine Scheu. Melde dich am besten heute noch im Forum von Planetonia, schick uns eine E-Mail an quartett@planetonia.de oder ruf uns auf unserer Studio-Hotline an mit der Telefonnummer 032-12-1419-485. Alles, was du für eine Teilnahme benötigst, ist die kostenlose Software Skype, ein Headset und natürlich ein wenig Spaß an der Sache. Wir würden uns sehr freuen, dich demnächst bei uns begrüßen zu dürfen. Nachgefragt. Aktuelles im Fokus. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Nachgefragt. Natürlich widmen wir uns auch in dieser Episode wieder den Neuigkeiten der letzten 3 Wochen. Ja, beginnen tun wir mit dem 2000X-Abo. Sebastian, was gibt es denn da Neues?
Ja, vom 2000X-Abo wissen wir mittlerweile den kompletten Inhalt. Es wurde vor Start des Abos bekannt gegeben, was alles genau drin sein wird. Ja, zum ersten Mal überhaupt, seit Mattel Abos anbietet. Okay, was ist das für eine neue Taktik? Hofft sich Mattel dadurch neue Umsätze oder bessere Umsätze? Ja, wer weiß, kann man sich gut vorstellen. Vielleicht ist Mattel jetzt auch einfach mal durch den Wechsel des Brandmanagements draufgekommen, dass es nicht immer so verkehrt ist, wenn die Leute ein bisschen mehr wissen. Gerade bei so einem Zusatzabo, das ja den Geldbeutel noch mehr belastet, kann das auch zum gewissen Motivationsfaktor führen, dass die Leute dann sagen, hey, okay, jetzt weiß ich, wo ich dran bin, da kommen vielleicht in dem Sinn keine bösen Überraschungen mehr und denken dann, okay, ich kaufe nicht mehr die Katze im Sack, was jetzt okay. Aber reine Spekulation ist. Ja, aber lass uns doch mal Tacheles reden. So ein, zwei Figuren waren ja schon bekannt. Wir haben sie auch schon besprochen gehabt in einer letzten Podcast-Folgen. Was ist denn jetzt wirklich Neues dazugekommen, Sebastian? Ja, also wir hatten ja schon gewusst, Kallax, Evil Seed und Serratus kämen. Und jetzt ist es so, dass im September King Chupla kommt. Das ist dieser Anführer der Kulatax aus dem Zeichentrick, so diese Yeti-artigen Viecher. Im November kommt Green Grayskull, also die Ehefrau von King Grayskull. 2000X-Kenner wissen, das ist die Tussi namens Wiener, quasi so die erste Zauberin, die es jemals gab. Ja, und im Dezember wird es aber abgeschlossen durch Bravus. Da kann man eigentlich nicht viel sagen. Ein Typ mit riesigen Hörnern und einer großen Faust, der im 2000X-Zeichentrick von der Zauberin mal vermöbelt wurde. Und dazu kommt dann noch was, nämlich wir wissen ja schon, dass Abo-Exclusive ist dieses Heads of Eternia Set, und was wir aber vorher nicht wussten war, dass zu den Köpfen Snoutspot, Cyclone, Buzz of Clawful Roboto auch noch ein weiterer Kopf dabei ist, nämlich ein 2000X-Kopf von Grislaw. Okay. Ja, Christoph, wie siehst du denn das Ganze eigentlich so? Gerade zum Thema natürlich 2000X. Du bist natürlich jetzt nicht so der aktive Sammler, aber wenn du dir so mal diese Mischung jetzt hier mal anschaust, sind da Charaktere dabei, wo du sagst, Mensch, das ist nicht schlecht, sind da Charaktere dabei, vielleicht wo du sagst, keine Ahnung, was ich damit eigentlich anfangen soll. Wie ist so deine Meinung dazu? Also ich bin ganz ehrlich, also ich habe den 2000X-Cartoon zwar gesehen, aber wer Bravus war, wusste ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht, oder King Chopla. Konnte ich jetzt überhaupt nicht zuordnen. Wenn der Sebastian das nicht erklärt hätte, wüsste ich das jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht, wer das ist. Ja gut, okay, ich sage jetzt mal Kallax als Figur finde ich klasse. Ich fand den im Cartoon eigentlich auch recht gut gelungen, auch wenn er halt nur so diesen kurzen Auftritt hatte in dieser besagten Folge. Evil Seed, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag den 2000X Evil Seed nicht. Ich fand den Classic Evil Seed irgendwie besser. Gibt's da irgendwie eine Info zu, dass da auch ein zweiter Kopf beiliegt oder sowas? Weiß man das? Nee, soll nicht dabei liegen. Bisher. Schade. Also wie gesagt, ich fand dieses 2006 Design gefiel mir irgendwie nicht. Und ja, weiß ich nicht. Und Wiener ist ja im Prinzip eigentlich nur die Zauberin, nur sieht ein bisschen anders aus. Ne? Ich weiß ihn nicht. Also da kann man ja auch dann wieder recyceln, denke ich mal. Also von daher, ich weiß nicht. Also so von der Mischung her finde ich das ein bisschen dämlich. Da hätte man vielleicht auch andere Charaktere nehmen können. Hast du da so spontan so ein, zwei Ideen? Jetzt so spontan nicht, aber ich weiß nicht, vielleicht diese Riesen. Also, ich komme jetzt auf die Namen nicht, aber da waren auf einmal diese drei Riesen irgendwie, die da nachher mit Skeletor zusammengearbeitet haben. Okay. Das wäre vielleicht eine Idee gewesen, oder was weiß ich, ein 2000X Webster. Weil ich fand das Design von ihm zum Beispiel in dem 2000X-Cartoon eigentlich recht gelungen. Also sowas zum Beispiel, das wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Ja, Gordon, wie sieht es denn bei dir aus? Was ist, war dein erster Eindruck jetzt zu dem kompletten 2000X-Angebot? Also zuerst möchte ich erstmal zu dir sagen, natürlich Epic Fail. Ja, keiner zieht den Filmation Evil-In dem 2000X Evil Seed vor. Also ganz klar, Evil Seed 2000X ist natürlich deutlich das bessere Design. So, zum anderen,
naja, ein Webster im 2000X macht vielleicht nicht ganz so viel Sinn, weil wir ja bei dem normalen Webster jetzt schon diese Spinnenbeine hinten mit dran haben und ich glaube, dass der ja auch so eine Art, naja, weiß ich nicht, der ist ja vielleicht schon so eine Art Mischung aus dem 2000X und dem normalen, deswegen glaube ich, hätte man damit viele Fans vergrätzt, wenn sie jetzt noch einen einzelnen Webster 2000X bekommen hätten. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hätte es ungerne gesehen, weil es für mich halt auch so eine Sache gewesen wäre, wo ich dann gesagt hätte, oh, jetzt noch eine Variante von irgendeiner Figur. Mir reichen schon die 5 verschiedenen Man-at-Arms-Varianten, die wir mittlerweile haben. Das brauche ich einfach nicht. Zu den Neuerscheinungen, ja, King Chubla, also dieser Yeti-Stamm, der hat mir jetzt auch nicht so viel gegeben, aber ich kann zumindest sagen, dass ich überraschter bin als die Dinge, die vorher mal im Raum rumgeisterten. Es gab ja dieses Gerücht, dass der eine, ich weiß nicht, was es ist, Untertan oder Cousin oder keine Ahnung, vom Buzz-Off irgendwie war irgendwie im Gespräch und da bin ich schon mal ganz froh, dass wir das nicht bekommen haben, denn Ceratus hat mich schon irgendwie genervt, weil ich, wie gesagt, keinen zweiten Whiplash brauche und ich hätte halt auch keinen weiteren Clawful oder sowas haben wollen. Also wenn ich denn sowas bekomme, dann möchte ich in der Regel eigentlich auch neue Charaktere. Deswegen bin ich eigentlich mit Chubla mehr, eher zufrieden als andere. Bravos finde ich eigentlich ganz cool. Das ist ein ganz geiles Design. Wiener hatte ich schon vermutet, wobei ich es ein bisschen merkwürdig finde, dass ja immer noch diese Sache im Raum herumgeistert, dass sie jetzt nicht in ihrem 2000X-Farben, sondern irgendwie in so Mini-Comic-Farben, also von der Zauberin kommen soll. Das heißt also, dass sie dann im Endeffekt eigentlich die gleichen Farben hat wie die Sorceress. Ist das eigentlich bestätigt oder ist das nur ein Gerücht? Weiß das jemand? Bisher ist es noch ein Gerücht. Ah ja, okay. Bestätigt. Gut, okay. Ich hoffe ja, dass es dabei bleibt, dass es das 2000X-Design ist, denn das finde ich super wichtig in meinen Augen, denn das hat den gesamten Stil eigentlich auch mehr oder minder mit ausgemacht. Ich würde das halt nicht großartig finden, wenn sie jetzt plötzlich in den alten Farben der normalen Sorceress kommt. Das wäre mir persönlich zu langweilig, aber ansonsten bin ich mit Wiener auch komplett einverstanden. Naja, und das Köpfe-Set, wie gesagt, ist ja für mich jetzt sowieso nicht so super interessant, weil ich ja eben nicht auspacke, aber dass man jetzt noch einen Grizzlor-Kopf dazugelegt hat, macht zumindest Sinn, im Gegensatz sicherlich zu einigen anderen Köpfen. Ich finde es interessant, dass du gesagt hast, dass du keine 2000X-Varianten sehen möchtest von Figuren, die du letztendlich sowieso schon hast, wie beispielsweise mal Clawful, was du da jetzt genannt hast. Denkst du nicht, dass Mattel da ein bisschen vorsichtig geworden ist, komplett neue Charaktere oder nur neue Charaktere rauszubringen nach dem, ja, ich weiß nicht, ob jetzt Fiasko das richtige Wort ist, aber doch negative Kritik zum 30th Anniversary Abonnement? Ja, sicherlich, aber man muss ja auch andererseits wieder sagen, das 30th Anniversary Abonnement basiert ja auch auf gar nichts. Ja, das heißt also, man hat ja dann plötzlich irgendwelche Leute engagiert, die dann neue Figuren kreieren sollten und das hat mal ganz gut geklappt mit einem Drago Man und hat halt weniger gut geklappt mit einem Mighty Spector. Das funktioniert dann halt mal und mal eben nicht. Hier hat man ja zumindest Figuren auf den Markt gebracht, die auch tatsächlich schon in einem Cartoon Bestand hatten und demzufolge natürlich dann vielleicht auch eine gewisse Fanbase haben. Das war ja bei dem 30th Anniversary Abo überhaupt nicht gegeben, weil die Figuren ja alle komplett neu erfunden wurden. Ja, Sebastian, du hast uns zwar schon kurz vorgestellt, welche Figuren neu sind, aber wie ist denn deine generelle Meinung dazu? Meine Meinung ist eher zwiegespalten, wie auch vorher bei den Charakteren, die wir auf der Teufel schon gesehen hatten. Für mich ist dieses 2000X-Abo tatsächlich nicht mein persönliches Ideal, wobei das aber auch zum Beispiel im Gegensatz zu Gordon Varianten dann beinhaltet hätte. Ich hätte zum Beispiel gerne einen 2000X Prinz Adam lieber drin gehabt als einen Bravos. Einen King Chubla brauche ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Das ist für mich irgendwo das
unerstrebenswerteste am Abo, diese Figur. Und da hätte ich lieber diesen Horde-Wraith gehabt, diese Horde-Magier, die den Despondos-Fluch ausgelöst hatten. Die haben mir vom Design her immer was gegeben. Die hätte ich cool gefunden, so als Akolyten von Shadowweaver. Aber es sind halt auch verschiedene Geschmäcker. Dafür bin ich wiederum über Wiener ganz froh, dass die dabei ist, weil auf die freue ich mich riesig. Die habe ich schon seit Start der Toyline gern haben wollen, seit da 2000X-Figuren allmählich gekommen sind. Die ist für mich eigentlich das Highlight dieses Abos. Und ich finde es auch cool, dass der Quizzler-Kopf dabei ist, gerade weil wir den ja damals schon in einem Täufer-Magazin angeteased bekommen hatten, bevor es dann hieß, nee, wird doch nichts draus. Und so kommt jetzt halt Stück für Stück alles, was man noch brauchen kann. Unabhängig davon, ob ich jetzt diesen Kopf wirklich einsetzen werde oder nicht. Es ist einfach für die Fans eine schöne Sache. Und insgesamt ist für mich das Abo dadurch jetzt rein von den Namen her bisher durchwachsen. Aber ich muss zugeben, ich habe auch vorher überhaupt keinen Bock auf Kallax gehabt. Und jetzt, als die Figur gezeigt wurde, hat sie mir ja doch ganz gut gefallen. Insofern kann es auch sein, dass ich am Ende sage, hey, der Bravos sieht ja wirklich toll aus. Der King Troopler, ja gut, aus dem haben sie wenigstens das Maximum rausgeholt. Der ist jetzt auch nicht so verkehrt. Da warte ich jetzt eher mal die Bilder ab. Gerade nach dem Köpfe-Set wurde ja in den vergangenen Monaten, wenn nicht sogar schon Jahre, ja immer wieder mal aus den Fanreihen nach gefragt. Mattel hat das dann oft gesagt, dass das nicht geht wegen Preise etc. Jetzt kommt das Köpfe-Set. Sind jetzt die anderen Figuren, die jetzt in diesen 2000X-Abo enthalten sind, dann auch wirklich Fan-demanded? Oder was denkst du, wie es zu dieser Mischung gekommen ist, Sebastian? Also ich finde schon, dass die insgesamt fan-demanded sind. Jetzt kann man sich drüber streiten. Das tun auch manche Leute. Ist jetzt zum Beispiel ein Bravos oder ein King Troopler wirklich öfter verlangt worden als ein Horde-Wraith? Ich persönlich sage ja. Auch wenn ich den Horde-Wraith lieber gehabt hätte. Aber wenn ich mir so die Rankings in den früheren Jahren angeschaut habe, wurde dann doch öfter der Cool-Attack erwähnt. Spätestens nachdem auch bekannt war, dass von dem fast eine 2000X-Figur erschienen wäre. Geplant war sie nämlich schon fest. Im Zuge der Masters vs. Snakeman-Karten. Bravos wurde auch immer wieder erwähnt. Die anderen Charaktere, Kallax, Evil Seed, Serratus, Bravos, Evil Seed war sowieso immer die Nummer 1. Green Grayskull war immer relativ weit oben. Also die haben schon alle ihre berechtigten Posten. Und ich würde sagen, dass es durchaus so legitim ist, was da jetzt kommt. Und dass das auch bei den Fans ziemlich gut ankommt, hat man im Forum auch gesehen. Insofern hat Mattel es sogar auch richtig gemacht, dass sie die Namen jetzt bekannt gegeben hat, weil der Großteil des Tenors doch insgesamt positiv ist. Auch wenn der ein oder andere Charakter bei den Leuten dann, wie Christopher auch schon erwähnt hat, jetzt nicht wirklich irgendwo bekannt war. Aber sobald sie ein Bild gesehen haben, ach ja, ja, da könnte man was draus machen. Das sah schon insgesamt ziemlich gut aus vom Feedback her. Okay. Gordon, wie sieht's aus? Bist du mit dem Abo dabei? Ja, ich habe das Abo abgeschlossen, ja. Ja, deswegen, weil du Komplettsammler bist oder weil es denn das 2000X-Abo dir doch so weit, sag ich mal, ganz gut gefällt? Ja, sowohl als auch. Also für mich ist es halt so, dass es jetzt Wiener finde ich halt ganz cool, eigentlich so als Charakter. Die gehört irgendwie mit dazu. Kallax sowieso wegen der Horde. Evil Seed, wie gesagt, das Design fand ich immer ganz gut. Serratus war so eine Figur, die muss ich nicht unbedingt haben. King Troopler geht mir auch eher hinten dran vorbei, genauso wie das Heads of Eternia Set. Bravos finde ich aber noch ein ganz cooles Design. Also passt das eigentlich auch ganz okay. Also das heißt, es sind eigentlich von 7 Sachen 4, die mir gut gefallen, 2, die so okay sind und einer, den ich eigentlich ätzend finde, aber der halt nun mal mit dabei ist, nämlich Serratus. Also passt das eigentlich? Also da kann ich jetzt nicht sagen, dass es total unten durch wäre. Okay. Christopher, du hast halt sicherlich kein Abonnement abgeschlossen, weil, wie gesagt, du sammelst ja nicht, richtig? Richtig, aber ich sag mal, wenn ich jetzt sammeln würde, würde ich das Abo nicht abschließen, weil da wäre ich, glaube ich, eher so ein Cherry-Picker. Also das, da würde ich lieber versuchen, irgendwie den Kallax irgendwo lose zu bekommen, weil die anderen, weiß ich nicht, also für die anderen Figuren würde ich da kein Abo abschließen, ganz ehrlich. Okay, Cherry-Picker ist ein gutes Stichwort. Sebastian, gibt es das Gerücht zumindest, dass einige der Figuren wirklich nur Abo-exclusive sind? Also nicht so Abo-exclusive wie das Heads of Eternia-Set, sondern quasi, dass die Figur letztendlich nicht in den Tagesverkauf kommt.
Also da gibt es bisher noch keine Infos. Jetzt kann man natürlich nicht die Hand ins Feuer legen, dass da nicht irgendwann die Nachricht kommt, im Lauf des Abos noch, läuft ja noch bis 23. März, dass zum Beispiel es plötzlich heißt, hey ja, King Troopla wird jetzt aber Abo-only erstmal sein und wie wir es bisher von den Figuren gewohnt waren, wie Tubet und Clamchamp, irgendwann werden die ein bis zwei Jahre später in einem Early Access oder in einem Matty Monday doch nochmal angeboten. Bisher gibt es dazu keine Meldung. Ich fände es auch ganz gut, wenn es sowas nicht gäbe, weil das hat was von künstlicher Verknappung gehabt. Ohne Sinn und Verstand, ehrlich gesagt, auch zum Teil. Ich kann gut drauf verzichten. Okay, du bist ja auf alle Fälle mit einem Abo versorgt, soweit ich weiß. Was kann denn der Fan jetzt tun, der noch kein Abo hat, aber gerne eins abschließen möchte, Sebastian? Ja, der kann jetzt entweder, wenn er eine Kreditkarte hat und da gewillt ist, auf Medi Collector selber natürlich abonnieren. Wie gesagt, bis 23. März kann man noch abonnieren. Oder beispielsweise auf Play Editonia kann er jetzt auch in den Webstore gehen und dann sich da mit dem Niki von Moto Classics zusammen unterhalten und da das Abo halt über PE abschließen. Dann hat er selbst dann nicht die Probleme mit Selbstabwicklung, Paketversand und so. Da gibt's ja dann automatisch den Schnellversand über den Niki. Das ist also auch, wie wir es bei jedem Abo bisher gemacht haben, die Möglichkeit für Leute, die das Geschiss mit Matty Collector selber jetzt nicht eingehen wollen. Gut, letzte Frage noch, Sebastian, zum Abo. Gibt es jetzt auch wieder so ein Abometer, wie es ja auch häufig schon der Fall war, dass man quasi eine, ja auch sichtbar eine Mindestmenge irgendwie erreichen muss, dass das Ganze überhaupt zustande kommt, oder ist es jetzt wirklich schon safe? Nee, da gibt es tatsächlich kein Abometer dieses Mal. Die Leute von Mattel haben sogar selber gesagt, ja, wollen sie jetzt nicht machen. Sie fanden den Abometer selber irgendwie auch nicht so geil. Also da hat Scott Neidlich sich bei seinen Nachfolgern wohl keine Freunde mitgemacht. Aber sie haben halt gesagt, auch wenn sie jetzt nicht diesen Abometer machen und damit halt auch auf Fanfeedback eingehen, diese künstliche Panikmache sein zu lassen. Sie sagen aber trotzdem, das heißt jetzt nicht, dass das Abo jetzt schon komplett durchgewunken ist. Man braucht halt trotzdem immer noch ein Minimum. Hört sich jetzt komisch an, weil wir ein paar 2000X-Figuren schon verpackt auch gesehen haben. Aber es ist halt immer so eine Sache, dass Mattel natürlich dann abwägt. Zum einen, wir haben noch nicht alle Figuren gesehen. Wir wissen noch nicht, wie weit die in der Produktion fortgeschritten sind. Da kann Mattel immer noch sagen, hey, das Abo kommt nicht zustande. Packen wir halt zum Beispiel Evil Seed und Calyx einfach in das erste Quartal vom 2016er Abo oder bringen die als Sonderartikel und damit war es das dann. Also so kann man das dann auch machen und die bisher nicht gezeigten Figuren könnten anderweitig oder gar nicht erscheinen. Genauso wie es mit den Minifiguren auch war, es ist immer halt eine Frage, selbst wenn was schon im Produktionslauf ist, dass halt diese Gussformen gemacht wurden, solange noch nicht die Serienproduktion läuft, könnte Mattel immer noch sagen, hey, das Risiko gehen wir jetzt nicht ein, dass wir auf dem Zeug sitzen, dann fressen wir jetzt im Grunde ein bisschen die Produktionskosten, auch wenn das viel Geld war, und dann lassen wir es sein. Also sprich, um auf den Punkt zu kommen, es gäbe immer noch natürlich die Möglichkeit, dass das Abo nicht zustande kommt, wenn es jetzt bei 31% endet der nötigen Abschlüsse und dass wir da nur einen Teil des Abos umgesetzt sehen oder die Figuren anderweitig kommen werden, wenn überhaupt. Aber es wird kein Abo geben. Mattel wird in unregelmäßigen Abständen wohl manchmal mitteilen, wie es im Moment aussieht. Und dann können wir auf das Beste hoffen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das Abo realisiert sehen werden. Und das Ergebnis erfahren wir dann logischerweise am 23.03.? Vielleicht nicht genau am 23.03., dann endet das Abo, aber dann muss man natürlich wieder abwarten. Früher war das auch öfter so, dass sie so 2-3 Tage oder vielleicht mal ein bisschen länger gebraucht haben, bis sie gesagt haben, was Sache ist. Aber ich denke, dass wir relativ zeitnah dann erfahren werden, was jetzt Sache ist. Und ich glaube, wir müssen uns da keine großen Sorgen machen. Ja, nicht Teil des 2000X-Abos, aber doch eine Neuigkeit betrifft ein Video auf MattyCollector.com und da gab es ja mehr oder weniger einen Teaser zu sehen. Um was handelt es sich denn da, Sebastian? Ja, unglaublich aber wahr. Die Gerüchte haben gestimmt, denn wir haben Point Red zu sehen bekommen. Aber nicht nur das, wir haben neben Point Red noch was weiteres gesehen. Nicht den Talonfighter wohlgemerkt, der war nicht dabei, aber eine neue Teela-Figur. Oha, okay. Zumindest ihren Arsch. Ach, na sowas, was ist denn hier los? Ja, Christopher, Point Red, was sagst du?
Ja, okay, also ich habe jetzt als Kind Point Dread nicht gehabt. Ich kenne natürlich Point Dread, klar, so als Aufsatz für Castle Grayskull war das ja, glaube ich, damals so gedacht, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Genau. Aber ja, also ist, denke ich mal, für Sammler oder für die Leute, die den Point Dread so richtig geil fanden, ist das sicherlich eine gute Sache. Aber ich persönlich kann jetzt so mit Point Dread nichts anfangen. Aber wie gesagt, vielleicht liegt es auch daran, dass ich das als Kind nicht hatte. Okay, der Point Dread, der ist doch sicherlich kompatibel mit dem neuen Castle Grayskull, oder Sebastian? Ja, auf jeden Fall. Also Point Dread, wo nichts mit Castle Grayskull kombiniert werden kann, das geht einfach nicht. Das hat sogar Icon Heroes bei den Statuen geschafft. Und wir haben von Point Dread jetzt zwar nicht die Außenseite gesehen, nur das Innere mit der schönen Konsole, aber es sieht da auch schon sehr stark danach aus, dass man die obere Hälfte abtrennen, dann auf den Turm von Grayskull packen kann. Okay, das geht's doch gar nicht, ey, brauchen wir. Genau, das wirst du sicherlich genauso machen, oder Gordon? Ach nee, Moment mal. Nee, also ich werde das nicht so machen. Okay. Ja, das Leid des Nicht-Auspackers. Ihr Barbaren. So, ja. Und naja, keine Ahnung. Also ja, Point Dread ist eine ganz schöne Sache, aber ist jetzt auch nichts, wo ich irgendwie sagen müsste, mein Gott, brauche ich unbedingt. Vor allen Dingen finde ich Point Dread auch ziemlich sinnlos ohne den Talent Fighter. Also wird der wahrscheinlich auch noch auf uns zukommen. Mich hat da eigentlich viel mehr noch diese neue Tila-Variante interessiert, die sie da zu stehen hatten. Wobei da ja irgendwo durch irgendein amerikanisches Forum jetzt auch geisterte, dass es ja nur ein Custom gewesen wäre, dass jemand den Leuten geschickt hätte. Also ich bin mal gespannt, was davon wirklich wahr ist, weil ich weiß auch nicht, ob ich jetzt nochmal so eine Mini-Comic-Tila oder Filmation-Tila unbedingt brauche. Ja, vielleicht für unsere Zuhörer, die das Video jetzt nicht gesehen haben, kannst du vielleicht ein bisschen beschreiben, was für eine Tila wäre das jetzt? Wo kommt die her? Warum brauchen wir eine neue? Ja, also so wie ich das jetzt gesehen hätte, wäre das wahrscheinlich irgendwie eine Filmation-Tila. Man kann ja nicht so viel wirklich erkennen. Im Video sieht man ja im Endeffekt eigentlich nur den Rücken mit den weißen Armstulpen, ja, das weiße Hinterteil und eben die braunen Stiefel. Ansonsten ist das Ganze auch relativ verschwommen. Wir wissen eigentlich jetzt nicht hundertprozentig genau, aber ich nehme mal an, dass es auf sowas hinauslaufen wird. Ja, Sebastian, was sagst denn du generell zum Point Dread? Ich glaube, da bist du schon begeistert und was sagst du natürlich auch zu der möglichen neuen Tila? Also, man sagt mir nach, dass ich mich manchmal nicht genug über manche Sachen freue, dass ich nicht genug juble, wenn was Neues kommt. Point Dread. Scheiße, ist das geil. Das ist so geil. Ich freue mich riesig drauf. Oh, herrlich. Warte mal, weinst du gerade? Vor Freude. Ich meine, okay. Vor purem Glück. Also, wenn ich jetzt schon so bei Point Red reagiere, kann man sich vorstellen, was passiert, wenn eine Dragstore-Figur kommt und sie mir gefällt. Aber ganz ehrlich, Point Red ist für mich, da habe ich so einen richtigen Nerd-Out-Moment gehabt, als ich das Ding gesehen habe. Auch wenn es da schon vorher Gerüchte zu gab und so weiter und es war für mich jetzt nicht super überraschend, dass auf einmal Point Red zu sehen war, es ist trotzdem so, dass mit dem Ding verbinde ich allein auch schon nostalgische Gefühle und dann kommt es noch hinzu, dass ich Point Red auch als Erwachsener, nicht nur als Kind, immer noch toll fand und Point Red hat für mich immer so einen Wert gehabt, das ist ein Mini-Playset, da ist die Wahrscheinlichkeit doch gar nicht so gering, dass das mal kommen, dann irgendwann kam Castle Grayskull und dann so, ja, das ist doch Point Red logisch und ach, wäre das herrlich und genauso wird es jetzt für mich wahr und wie Gordon schon sagt, wenn Point Red kommt, wird auch der Talent Fighter kommen. Wir wissen im Moment noch nicht, ob der Talent Fighter bei Point Red dabei sein wird oder separat angeboten wird, aber das ist einfach für mich so herrlich, weil wie andere vielleicht beim Rotorn abgehen würden, ist es für mich halt dieses Set, das gehört für mich unbedingt zu meinen Masters dazu. Und wenn Mattel das nicht komplett versaut, dann wird es halt was sein, wo ich dann sogar noch mehr als wie bei Castle Grayskull dann da stehen werde, mach die Schachtel auf, die ganze Zeit mit so einem Grinsen im Gesicht so und bastel damit rum und also das ist für mich einfach nur geil. Jetzt schon. Was die Tila-Figur betrifft,
dass eine neue Teela noch kommen würde, war ja auch schon lange gerüchtet, war jetzt auch keine Überraschung, dass sie auf Filmation eher gehen würden. Ich hätte jetzt so auf dem Papier auch gesagt, naja, Filmation Teela brauche ich nicht zwingend. Von ihr hat man, wie ich vorhin noch gesagt habe, eigentlich erst die Rückseite gesehen, aber da hat mir schon gut gefallen, was ich gesehen habe. Und es geht jetzt nicht primär um den Po, sondern die Gesamtdarstellung. Das hat gute Hoffnung drauf, dass ich dann sagen werde, hey, die Teela, die ist schick und wird auch eine gute Ergänzung bei mir sein. Da bin ich eigentlich auch ganz glücklich. Ich muss sagen, ich bin selber eigentlich überrascht dabei, dass ich mich so auf diese Figur jetzt freue, weil das für mich eigentlich vorher, wie gesagt, auf dem Papier war, ja, irgendwann wird es schon kommen, wird dann unter ferner liefen, haben wir halt wie einen weiteren Man at Arms auch eine weitere Teela, schön und gut, aber da sieht es bisher halt wirklich aus, als wird alles richtig gemacht, was an der ersten Figur nicht so toll war von ihr. Oh, herrlich. Also, bessere Reveals hätten die kaum bringen können. Diese beiden Teaser sind für mich eigentlich sogar noch besser als die gesamte Toy Fair gewesen. Und das Einzige, was das noch gesteigert hätte, wäre gewesen, wenn sie die Zugstarter von Dragster noch daneben liegen gehabt hätten. Du, sag mal, ich bin jetzt etwas verwirrt. Du hast gerade gesagt, Point Red löst bei dir nostalgische Gefühle aus. Wie kann denn das sein, wenn du früher nur das Windboat hattest? Halt die Klappe. Ah. Nein, wir haben das in einer grauen Vorzeit irgendwann, was weiß ich, Folge 5 oder so war das mal, da habe ich mal erzählt, dass ich tatsächlich den Talon Fighter und Point Red vom Flohmarkt bekommen hatte. Da schon nicht mehr ganz taufrisch, aber trotzdem immer noch in gutem Zustand und ich habe mich da riesig gefreut und das war für mich damals schon herrlich. Und ja, du sagst es eigentlich, eins der wenigen Fahrzeuge, die ich als Kind hatte. Vielleicht schwingt deswegen auch Nostalgie mit, aber trotzdem, wie ich gesagt habe, als Erwachsener finde ich die Dinger immer noch geil und deswegen die Moto Classics Version muss her. Ja, Manuel, was sagst du denn zu Point Red und Teelas Po? Zu Peter Pilas, mein Peter. Pilas Toe, ja, gibt's Pilas auch, Toe. Ja, Bäh. Pilates macht sie sicherlich auch, aber sie heißt Teela. Ja, genau. Also zu Teelas Po darf ich jetzt nicht sagen, meine Frau hört den Podcast, hallo. Aber zum Point Dread, da stimme ich dir zu, Sebastian, auch bei mir weckt der wirklich sehr starke nostalgische Gefühle. Es ist ein ultra geniales Playset, aka Fahrzeug natürlich, wenn der Talon Fighter dann dazu auch noch kommt. Ich kann mich erinnern, ich wollte ein Kind immer haben, bei mir war das ein bisschen anders als bei dir. Ich habe nie besessen, sondern immer nur in Katalogen gesehen und habe mir erst als Erwachsener, als ich mit angefangen habe zu sammeln, habe ich mir Point Red und Talon Fighter aus der Vintage-Reihe gekauft und ja, ich bin begeistert und ich freue mich natürlich darauf, dass der jetzt auch wirklich auf seine Veröffentlichung jetzt quasi zusteuern im Moto Classics Bereich. Cool. Ja, auch aus dem Bereich Merchandise gibt es wieder was Neues, und zwar Masters Vinyl-Figuren, wobei, das kommt mir doch irgendwie bekannt vor, oder Sebastian? Ja, wir hatten schon mal Masters Vinyl-Figuren von Fago. Die haben da so ein paar Charaktere mal gemacht. Dann haben sie diese, wie war das, Hikari Sofubi-Reihe oder wie das hieß, gemacht, wo sie irgendwie Skeletor in 5000 psychedelischen Farben umgepinselt haben. Hässlich. Aber jetzt geht es... Ja. Kann man so durchaus sagen. Modulok. Ja, hoffen wir mal, dass die anderen Vinylfiguren besser werden als die Funky Skeletors. Da geht's aber nicht um Funko, sondern um einen Hersteller namens The Loyal Subjects. Die haben einen Teaser bisher rausgebracht. Da sieht man tatsächlich im Grunde nichts außer eine Silhouette. Komplett in Schatten gehüllt von He-Man. Und sieht aber stark danach aus, als würde diesem Stil von deren anderen Action-Vinyl-Figuren was geplant sein. Und wenn es so wäre, dann würden die Figuren wohl so circa 3 Zoll groß sein, Zubehör haben, auch noch für Vinyl-Figuren relativ beweglich, so circa 10 Gelenke oder so haben. Und dann würde jede Figur so um die $15 wohl kosten. Aber wie gesagt, wir haben noch nichts davon genau gesehen. Okay. Christopher, du bist ja eigentlich mehr im Bereich Batman tätig. Auch da gibt es ja massig an Merchandise. Wie stehst du generell zum Thema Merchandise?
Ich habe mir zu Hause eine eigene Batcave eingerichtet, sagt das alles? Okay, alles klar. Das heißt, du bist dann eigentlich schon genau die Zielgruppe. Ja, das also ich sag mal so, also ich finde, im Forum von Planet Eternia hat mal jemand, ich glaube der Silvano war es, der hat mal so ein Bild von den Turtles gepostet, auch von der, also von der gleichen Firma. Die fand ich eigentlich recht putzig. Also ich weiß nicht, die könnte man sich vielleicht sogar irgendwo hinstellen, so just for fun. Ist natürlich ja die Frage, wie die Masters umgesetzt werden, ne? Aber da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Also ich sag mal, wenn das optisch was hermacht, sage ich jetzt mal so als kleiner Gag, warum nicht? Aber ich finde aber allerdings, dass $15 dafür doch ein bisschen viel ist. Gibt's sowas im Bereich Batman bzw. DC? Mit Sicherheit. Also da, wie du schon sagtest, also da gibt's da Merchandise en masse, gerade wenn du da natürlich auch in den ausländischen Shops mal guckst und so, ne? Also da beziehe ich ja auch oft meine Sachen her, wenn ich jetzt mal irgendwas sehe, was mir gefällt. Ich habe mir zum Beispiel letztens mal so ein Bat-Signal gekauft. Was auch so wirklich an der Decke das Bat-Signal an die Decke wirft und sowas, ne? Klar, also da kriegst du auch und machst Sachen, aber ich glaube, so kleine Minifiguren gibt es da auch von DC. Hätte ich mal von Marvel zumindest, habe ich mal irgendwo gesehen. Die sahen auch ganz okay aus, aber vom Preis her auch so eine Ecke, wo ich mir sage, so, okay, dafür würde ich jetzt nicht so viel Geld ausgeben. Ja, Gordon, du bist ja bekennender Merchandise-Fan. Dein Herz wird das sicherlich aufblühen, oder? Ja, absolut. Total. Also um deine Frage erstmal zu beantworten, ja, also von Batman gibt es das Ganze natürlich auch, von Pop unter anderem. Da gibt es mittlerweile 10.000 verschiedene Batmans in allen Farben. Du kriegst also Batman in den Farben Neon-Orange bis Neon-Rosa, wenn du es haben willst. Ja, du lachst, aber es ist tatsächlich, es ist die Wahrheit, es ist nicht gelogen. Also du kriegst wirklich Batman mittlerweile in jeder Farbe, die es ungefähr gibt. Ich glaube, du kannst es mittlerweile sogar in einem Farbenkatalog auswählen, wenn du nicht gerade irgendwie Neon-Moos-Grün haben willst. Ansonsten ja, Loyal Subjects, naja, also ich meine, die haben eine Menge gemacht. G.I. Joe ist ja, glaube ich, gerade irgendwie in Planung und Transformers ist auch schon rausgekommen. Turtles hat einiges, wobei ich zum Beispiel mit den Turtle-Figuren eigentlich gar nichts anfangen kann, weil die alle einen Wasserkopf haben und es ist halt arg cartoonisiert. Und das ist halt bewusst so gemacht. Diese Chibi-Sachen, die ja irgendwie aus den japanischen Anime herrühren, also Charaktere, die einen doppelt so großen Kopf wie ihren Körper haben, damit weiß ich nicht. Ich kann damit einfach nichts anfangen. Das wird meinen Stil irgendwie nie treffen. Einige finden das sicherlich witzig als Gag oder ganz putzig, sich das hinzustellen und so weiter und so fort. Natürlich sind einige Details, was weiß ich, wie in Starscream oder so aus dem Transformers-Film ganz okay, aber oder jetzt eben auch die Power Rangers oder was es da nicht alles gibt mit Lord Zedd und hast du dich gesehen? Das ist alles so eine Sache, aber ich weiß nicht, mir gibt das einfach nichts. Ich finde die weder irgendwie cool noch sonst irgendwas. Ich würde das auch nicht mal grandios finden, glaube ich, wenn ich die alle irgendwie in der Vitrine stehen habe. Also das sind für mich so Figuren, die ja, die haben für mich einfach keinen Effekt. Die kann man sich zwar hinstellen und ich kann sicherlich auch verstehen, warum Leute die sammeln, weil ich eben Sammlertrieb an sich verstehe, aber mir persönlich geben die einfach nichts. Und ich glaube auch nicht, dass das bei Masters irgendwie anders sein wird, weil es für mich hundertprozentig das Gleiche sein wird. Man wird halt einen kleinen He-Man-Körper haben mit einem riesigen, überzeichneten Kopf, der wahrscheinlich auch sehr auf Filmation-Basis angelehnt sein wird, weil sie sich halt alle sehr am Cartoon-Vorbild orientieren. Und ja, das wird dann so eine Sache sein, die ich halt hinnehme. Aber genau wie alle anderen Sachen von Funko etc. auch einfach ja, abtue und mir sage, Gott sei Dank, Geld gespart. Sebastian, kennst du die Firma The Loyal Subjects? Ich habe den Hersteller tatsächlich vorher nicht gekannt. Erst durch diese Motu-Meldung habe ich mich ein bisschen informiert. Man muss ja auch wissen, mit wem man es da zu tun hat. Und habe dann halt gesehen, was diese anderen Action-Vinyl-Serien da so bieten. Ansonsten wäre das für mich total unbeschriebenes Blatt gewesen, weil halt Vinyl-Sachen und so Merchandise generell nicht unbedingt meine Sammlerschiene sind. Deswegen bin ich jetzt auch nicht so super begeistert auf diese Vinyl-Figuren. Es kann jetzt natürlich sein, dass die am Ende gezeigt, wenn ich es da dann, boah, die sehen ja schon irgendwo ganz nett aus oder irgendwie geil. Aber ich glaube halt auch nicht, dass ich 15 € pro Stück dafür zahlen werde.
ich hatte eher da mit den Mutu Minis gefallen gehabt. Das war eher so ein Stil, der mir gefallen hat. Auch wenn ich sie zu teuer fand, habe ich oft genug gesagt. Aber ich brauche halt auch nicht schon wieder irgendein Vinylzeug. Ich mache mir da nämlich auch ein bisschen Gedanken, wie lang der Atem von denen sein wird. Wenn ich mir das halt anschaue, es wird halt immer wieder gesagt, es kommt viel Masters Merchandise raus. Ja, wenn man das in Summe dann am Ende sieht, zum Beispiel in der Merchandise-Infothek auf PE sich anguckt, das ist schon einiges. Aber wenn man dann genau drauf achtet, es kommt halt meistens eine Serie raus oder sogar nur eine Figur und die wird wie bei Funko dann 1000 Mal umbemalt und dann ist Schluss. Und wie oft kann man von SICK-Herstellern immer dasselbe in einem anderen Design-Look sehen? Vielleicht, wenn man jetzt der Super Skeletor, Beastman oder sonst was Sammler ist, dass man halt gern von dem gleichen Charakter jede Version daheim hat. Aber für mich ist es jetzt nicht so unbedingt spannend, dass ich dann schon wieder einen Vinyl-He-Man habe und einen Vinyl-Skeletor, dann noch zwei, drei andere Vinyl-Charaktere und dann ist auch schon bald wieder Schluss damit. Das gibt mir nicht viel. Und ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass da viel mehr kommen wird. Ich kann mir beim besten nicht vorstellen, dass es plötzlich der Riesenhit wird und wir werden auf gut durch so Moto Classics 2 nur als Vinyl-Version erleben. Ja, soviel mal zu den wichtigsten Neuigkeiten der letzten drei Wochen. Wir werden uns jetzt gleich noch ein paar neuen Biografien widmen. Vorher allerdings doch noch ein oder zwei Kurznews. Sebastian, was gibt es denn da? Ja, eine News gibt es zum Beispiel zu den Moto Giants. Da hatten wir auf der Toy Fair Zodek und Man at Arms gesehen. Ja, und Zodek erscheint jetzt auch schon im März. Wobei wir da halt auch mal gucken müssen, ob nach Man at Arms es noch weitergeht. Aber auf dem Zodek Cardback hat man zum Beispiel auch schon gesehen, dass sie jetzt tatsächlich es geschafft haben, Scans dieser Cardback-Motive von Teela und He-Man einzuscannen. Und dadurch ist Battlecat jetzt verschwunden. Wir haben die klassischen 8 Charaktere da drauf auf dem Cardback, wie es früher sein sollte. Ist ja auch schon mal was. Es gab dann auch noch einen Teaser, jetzt nicht zu Moto Classics oder sowas, sondern zu Pop Culture Shock Collectibles. Da sind sie endlich wieder. Wir hatten da ja mal erwähnt gehabt, dass die an dem Diorama arbeiten von He-Man und Battlecat. Ja, und da gab es jetzt einen Teaser zu sehen, wo man tatsächlich sieht, ja, Battlecat hat jetzt schon mal einen Sattel. Da hatten wir ja vorher drüber geredet, wurde auch in den Foren diskutiert, ja, wie Battlecat quasi ohne Helm und Sattel, was soll. Jetzt wird natürlich umso mehr spekuliert, ob PCSC dann eine Variante mit Helm und eine Variante ohne Helm anbieten wird oder so. Das wissen wir noch nicht, aber der Kampftiger hat auf jeden Fall einen Sattel. Ja, und dann ganz uneigennützig vielleicht noch ein paar Erwähnungen. Es gibt jetzt auf PE auch ein neues Video-Review wieder. Da hat Nightstalker in seiner Serie World of Reviews sich mal den Standor vorgenommen. Also nicht seinen Standor, so, eigentlich schon seinen Standor. Also ja, also die Actionfigur Standor. Verlassen wir es dabei. Ich habe tatsächlich auch was gemacht, nämlich einen neuen Origins of the Universe Artikel. Dieses Mal geht es dabei um Catra. Da steht alles drin, was es an Herkunfts- und Hintergrundgeschichten zu der eifersüchtigen Katzenfee gab. Und noch eine Sache gibt es auch, nämlich Ausgabe 2 von diesem Magazin Die Welt der Meister ist unterwegs. Das kann jetzt schon vorbestellt werden. Ja, und in der kommenden Folge werden wir mit Sicherheit auch über die Ausgabe wieder was bereden. Ja, wir wollen uns auch mal wieder ein paar neuen Biografien widmen. Und anfangen tun wir mit Hunterra. Gordon, leg mal los. Ja, Hunterra, die mutige silaxianische Kriegerin, der wahre Name Terra. Okay. Ja. War naheliegend, ja, also die war, die ist doch so ein kleiner Fuchs. So, von Silax stammt, einem für seine versierten Jäger- und Fährtenleser bekannten Planeten in Despondos bekannt, stieg Hunterra als Beste ihres Jahrganges schnell in der Rangordnung auf. Hordak hörte von ihren großen Fertigkeiten und zitierte die muskulöse Kopfgeldjägerin mit der tiefen Stimme herbei, um ihm dabei behilflich zu sein, She-Ra aufzuspüren und einzufangen. Wissend, dass die Silaxianer stolz auf ihr unverfälschtes Gespür für Gut und Böse sind, trickste Hordak Hunterra aus und brachte sie dazu zu glauben, dass She-Ra ein ganzes Dorf im Namen der großen Rebellion niedergebrannt hat. Gewillt, beinahe jeden Auftrag anzunehmen, bietet Hunterra ihre Fallenstell- und Kampffertigkeiten jedem an, der bereit ist, ihren hohen Preis zu zahlen. So, ja, also wenn Terra jetzt ihr Name ist, was ist dann Han? Ja. Der Künstlername.
Han ist ja Englisch für Hunnen, also ist sie wahrscheinlich die Hunnenkönigin oder so. Okay, alles klar. Ich dachte, das wäre so die Ansprache. Sir Lady Han. Ja, aber so. es gibt ja auch Han Solo, ne? Ja, eben. Sind die jetzt so verwandt? Sind die verwandt oder sowas? Oder? Nee, Han Solo ist die höhere Stufe. Ah, alles klar. Okay, gut zu wissen. Ja, Christopher, wieder was gelernt. Sagst du so mit so Bios? Kannst du mit was anfangen? Liest du sowas ganz gerne? Ist das interessant oder ja? Ich möchte erstmal betonen, oder beziehungsweise ich finde das so witzig, dass in der Biografie betont wird, dass sie eine tiefe Stimme hat. Ja, ich meine nach 5 Flaschen Whisky und 20 Schachteln Zigaretten, ja, da hat man ja eh eine tiefe Stimme, das ist klar. Nein, also ich weiß nicht, also es gibt manche Biografien, die sind ganz gut, aber andere, die sind dann wieder so, wo du dir denkst, so, ja, irgendwie so der Moment, wo du einfach nur noch ein großes Fragezeichen im Kopf hast und dir denkst, ja, was soll der Scheiß? hier jetzt die Biografie von Hunter ist okay. Also ich kenne die jetzt ehrlich gesagt gar nicht so. Kam die mal im Klassiker-Ton irgendwo vor? Wüsste ich jetzt jedenfalls nicht. Ich glaube, die hat mal bei American Pie mitgespielt. Okay. Wie gesagt, also ich wüsste jetzt so aus dem Stegreif zumindest jetzt keine Folge, wo sie mal vorgekommen ist, aber dass sie eine Kopfgeldjägerin ist und so weiter, habe ich auch irgendwo mal gelesen, also von daher ist das, denke ich, ganz okay. Ja, Sebastian, was sagst du dazu, dass sie allen ihre Dienste anbietet, die bereit sind zu zahlen? Ja, Hunter, aka für einen Fuffi mache ich fast alles. Der große Unterschied zu mir, für einen Fuffi mache ich wirklich alles. Wirklich. Oh je. Yeah. Auch tagsüber. Ja. Mei, das kommt halt irgendwo dazu. Das ist halt irgendwo wieder so die typische Biografie-Schreibweise des unbekannten Autors, wo ich mich immer so amüsieren könnte. Ich glaube, je mehr der Autor versucht hat, irgendwo einen Text gut zu machen, desto mehr unfreiwillige Komiken bringt da rein. Aber ich muss echt schon mal sagen, es geht für mich eigentlich gut los. Also wenn man sich das wirklich durchgelesen hat, Hunter, wahrer Name, Terror. Ich muss da jedes Mal ablachen. Wie geil ist das? Also, ohne Witz, es ist eigentlich so trashig, dass es mir aber schon wieder gefällt. Es ist wirklich logisch. Es ist halt nicht irgend so ein bescheuerter Name wie Squiddy Shrex oder sowas, sondern einfach, ja, Terror. Passt irgendwo. Das ist so monotypisch. Das finde ich wirklich gut. Ohne Witz, ich kann lachen, aber ich finde es gut. Nachname Byte. Nee, Weed. So, Entschuldigung. Deswegen American Pie, Terror Weed, hä? Jetzt bist du auch dabei, Manuel. Okay. Ja. Ich habe die Filme nicht gesehen, keine Ahnung. Ja, muss doch nicht. Ja, im Grunde ist es mit dieser Biografie halt wie mit so vielen Princess of Power Sachen. Hunter kam ja in einer ziemlich guten Princess of Power Folge vor. Und es wird hier eigentlich nicht viel über sie erzählt. Es wird nicht einmal viel von der Folge selber erzählt. Nur so eine ganz grobe Outline. Aber wie die Folge damals ausgegangen ist, wird auch nicht so wirklich beantwortet. Sondern es wird im Grunde die Biografie damit beendet. Ja, Hunter ist von Hordak hintergangen worden, beziehungsweise reingelegt worden, um Shiva zu jagen. Ja, und dann? Ja, wenn sie nicht gestorben ist, dann jagt sie Shiva noch heute, oder was? In der Folge wurde es aber dann diese ganze Betrügerei halt aufgelöst und Hunter ist dann am Ende dann wirklich ein guter Charakter gewesen. Das fehlt mir in dieser Biografie. Dafür finde ich es halt wieder eigentlich sehr seltsam. Also es wirkt für mich schon fast, als würde der Autor bewusst versuchen, den Charakter zu verarschen, weil er so schreibt, wissend, dass die Sylaxianer stolz auf ihr unverfälschtes Gespür für Gut und Böse sind. Ja, weil das so unverfälscht sind, liegt Hunter schon mal direkt daneben, weil Hordak irgendeinen Quatsch erzählt oder was. Das ist für mich nicht so ganz rund, dieser Satz. Also die Biografie ist oberflächlich gesehen vielleicht ganz okay, aber wenn man sich anschaut, wie wenig eigentlich aus dem gemacht wurde, was in der Folge schon geschehen ist, und selbst das hätte noch nicht so viel hergegeben, es ist halt wieder so eine typische Princess of Power Biografie, wo gerade mal das Nötigste erwähnt wurde, das nicht einmal vollständig, Hauptsache man hat den Text durch und kann zu einer interessanteren weitergehen. Schade drum. Ja, Gordon, du hast vorgelesen, aber sag doch mal deine Meinung dazu.
Ja, also für mich auch natürlich wieder nur das Notwendigste in irgendeiner Weise gesagt, ne? Wahrscheinlich auch das, was dann so ein Stück weit irgendwie in der Folge vorkam. Nochmal kurz darauf eingegangen, dass man hier Grace Jones verwurstet hat, wahrscheinlich nur in einem Negativ-Image von ihr. Ja, was soll man dazu großartig sagen, ne? Sie ist halt, was für mich halt nicht so ganz stimmig ist, ist, weil einerseits haben sie halt ein unverfälschtes Gespür für Gut und Böse, lassen sich dann aber so schnell über den Karren spannen, dass man nicht erkennt, okay, Hordak, der könnte eventuell auch Dreck am Stecken haben. Ja, das ist Nummer eins. Also sind die halt ziemlich dumm. Zum anderen, wenn man ein unverfälschtes Gespür für Gut und Böse hat, was ja sowieso nur per Definition funktioniert, ne? Denn der eine mag ja was anderes als böse ansehen als der andere. Ich finde aber auch, dass Hordak sehr seriös aussieht, ne? Das musst du dazu. Ja, eben. So, und dann ist doch halt die Frage so, wenn du angeblich so ein Gespür dafür hast, was gut und böse ist, was ja wie gesagt überhaupt nicht definiert ist, weil der eine kann das als böse ansehen und der andere nicht. So, das hat also eine gewisse Form von Moral. Das heißt, sie hat also irgendeine, die Silaxianer haben also eine Form von Moralvorstellung. Und dann lassen sie sich bezahlen dafür? Ja, das geht doch überhaupt nicht konform. So, ja, ich weiß, das ist ein Arschloch und ich habe auch echt ein Gespür dafür, dass der ein Arschloch ist. Ja, kannst du den mal alle machen? Ja, da gibt's nur leider das kleine Problem, dass ich auch bezahlt werden muss. So, ja, Mensch. Also da hat He-Man wirklich jemanden an seiner Seite irgendwann mal, der total was drauf hat oder nicht, wenn er denn Geld hat. So, also ich meine, wie man ja aus dem C64er Rollenspiel vom Masters of the Universe entnimmt, hat ja König Randor unglaublich viele Straßen aus Gold bauen lassen. Also wird Hantara wohl für immer für ihn kämpfen können. Ganz ehrlich, also das macht für mich nicht so ganz Sinn. Also da hat man irgendwie was aneinander gereiht und hinterher macht das keinen Sinn. Vielleicht hätte der unbekannte Autor das am Ende nochmal lesen sollen, was er da eigentlich aneinander geschrieben hat. Naja, ich kann mir das aber auch so vorstellen, dass das halt so gelaufen ist. Hantara wird bei Hordak vorstellig. Ja, hier, ich habe einen Auftrag für dich, du musst die da umbringen. Sieht für mich eigentlich ziemlich gut aus. Und bei dir habe ich so ein komisches Gespür. Ja, können diese 1000 Credits was ändern? Ah, mein Gespür sagt mir, dass du genau der Richtige bist, lieber guter Hordak. Oder wir interpretieren die Biografie ganz falsch und das Gespür ist in Wirklichkeit der Geschmack. Dass halt Hantara dann irgendwo jemanden kocht und dann sagt, schmeckt gut. Hä, wieso Geschmack? Meinst du jetzt, die hat Hordak abgeleckt vorher oder was? Ja, so nach dem Motto. Die jagt halt nicht nur um zu jagen, sondern halt auch um zu essen. Also isst sie Hordak. Nee, die probiert nur Hordak schon und merkt dann, na, schlecht, ich jag die Gute. Ja, ich weiß, ich greife hier nach Strohhalm, nächste Biografie. Alles klar, das ist ein Stichwort. Gordon, mach mal weiter. Naja, wenigstens merkt das selber. So, also, Peekablue, wachsame, gefiederte Freundin. Alter Schwede, von mutige silaxianische Kriegerin zu wachsame, gefiederte Freundin. Okay, also wahrer Name Penelope. Penelope war eine magiebegabte Prinzessin Itherias, welche die Macht besaß, an jeden Ort blicken zu können. Sie war eine Meisterspionin und die Quelle ihrer Kraft waren ihre märchenhaften Pfauenfedern, die sie zu einem wundervollen Federkleid auffächern konnte. Dies erfüllte sie mit so viel Stolz, dass sie gerne auf Itheria herumstolzierte und damit angab. Die Augen an den Spitzen ihrer hübschen Federn gaben ihr die Macht der Rundumsicht und sobald Kettra und die Horde Unheil anrichteten, konnte sie dies mit einem Blick aus der Vogelperspektive über ganz Itheria in Erfahrung bringen. Nachdem die Horde Itheria verlassen hatte, schloss sie sich She-Ra und den anderen Mitgliedern der großen Rebellion an, um auf Eternia für Freiheit und Frieden zu kämpfen. Während des zweiten Ultimate Battlegrounds kämpfte sie Seite an Seite mit Many Faces und verliebte sich schließlich in ihn. Letztlich entschied sie sich, auf Eternia zu bleiben und ein Mitglied der Heroic Warriors zu werden. So, das klingt doch mal nach einem schönen Ende, oder Christopher? Total, ich kann mich nicht halten vor Begeisterung. Klingt so ein bisschen wie Rosamunde Pilcher oder sowas, ne? Ja, ich weiß nicht, also ich habe ja mal diese Pop-Hörspiele rezensiert. Oh.
Das ist irgendwie so 1:1 daraus übernommen. Ich weiß nicht, das klingt total beschugge irgendwie, dass die sich in Many Faces verliebt und dann nach Eternia zurück oder auf Eternia bleibt mit ihm, um dann bei ihm zu bleiben und scheiß auf die Syria, weiß ich nicht. Klingt irgendwie total bescheuert. Ja, ich finde es ja eigentlich eher witzig, dass sie sich der Rebellion anschließen, nachdem die Horde schon abgehauen war. Ich meine, da gab es ja nicht viel zu tun. Stimmt. Irgendwie nach dem Motto, oh, jetzt ist safe, jetzt kann ich mich da anschließen, passiert sowieso nichts mehr. Aber keine Ahnung, vielleicht hat der Sebastian da eine andere Idee. Erzähl mal ein bisschen, Sebastian. Ja, ich habe da keine wirklich andere Idee. Ich merke nur irgendwo, dass, wenn es mit den Biografien so weitergeht, wir diese Moto Classics kennen und irgendwann mal sehen werden, wenn nochmal ein Minicomic rauskommt, so ein Panel, in der Zwischenzeit auch wie Theria. Alles leergefegt, einsam im Palast sitzt Angela. Hallo? Ist da noch jemand? Weil die alle irgendwo auf Eternia landen und entweder verrecken sie da oder sie bleiben da. Und ja, natürlich, wenn es um eine Frau geht, muss sie sich auch in einen Mann verlieben. Und ganz ehrlich, nee, komm. Ich kann dazu nichts weiter sagen. Das ist so bla. Ich weiß irgendwo, der unbekannte Autor kann es mir scheinbar irgendwie gar nicht recht machen bei den Princess of Power Viechern, aber also, nee, ich finde, die hätten einfach bessere Sachen verdient, als irgendwo zu sagen, ja, die können das und beim zweiten Item mit Battleground waren sie natürlich vorbei und sie verlieben sich in einen der Charaktere, um die es mich eigentlich interessiert. Also der Autor hat eindeutig eher Interesse an den Masters-Charakteren und versucht da auf Biegen und Brechen irgendwelche Verbindungen zum Eternia-Geschehen zu machen, die es überhaupt nicht gebraucht hat. Ich wünschte, es gäbe mal eine Biografie, wo halt steht, Ovitheria wurde im Hordekrieg um die Stadt das und das gemacht und da hat eben dieser weibliche Charakter das beigetragen und hat dafür gesorgt, dass keine Bücher mehr in den Schulen verbrannt wurden. Das war übrigens ein Hinweis auf eine sehr gute Princess of Power Cartoon-Folge. Die ich übrigens mal rezensiert habe. Wer das mal gerne nachlesen will, kann das gerne tun. Genau, und jetzt darf Gordon etwas Eigenwerbung betreiben. Ja, also, ich weiß nicht, für mich ist halt diese Peekaboo-Biografie wieder so ein Stück weit bezeichnend. Viel Text für hauchdünnen Inhalt. Im Endeffekt wird jetzt hier ungefähr 5-mal klargestellt, dass sie mit ihren Federn halt alles sehen kann, was aber in meinen Augen überhaupt nichts zu Buche schlägt. Also anstatt irgendwie, auch wenn es jetzt nicht unbedingt um die Theria geht, aber selbst wenn man dann auf Eternia ist oder sowas, könnte man ja zumindest mal zeigen, was sie irgendwie in ihrer Sache da geleistet hat, wenn man schon den zweiten Ultimate Battleground oder sowas mit reinnimmt. Nee, dafür ist Peekaboo halt auch nicht gut genug, sondern die verliebt sich halt einfach nur in Many Faces und das reicht dann auch. Also manchmal habe ich ein bisschen das Gefühl, irgendwie Princess of Power-Charaktere sind wirklich so die Heimchen am Herd. Die können zwar irgendwie alle was, aber so wichtig ist das dann auch nicht. Und das nervt so ein bisschen. Also ich glaube, die Einzige, die irgendwie was geleistet hat, war hier, wie hieß sie noch, Mermissa, die dann Merman geköpft hat. Und selbst das ist eigentlich schon wieder dann drüber, dass man sich wieder denkt, nee, musste das jetzt unbedingt sein? Also, keine Ahnung. Ich verstehe es halt einfach nicht. Für mich ergibt das wenig Sinn. Ich finde das halt unglaublich schlecht. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie der mega Princess of Power Fan wäre, aber story-wise sind die doch komplett überflüssig eigentlich. Zumindest von den Bios. Ja, genau das ist das Problem. Gut, ich meine, man kann immer noch drüber streiten, wie wir es früher mal gemacht haben bei der Biografie von Mermister. Es gehört ein gewisses künstlerisches Geschick dazu, jemanden mit einem Dreizack zu enthaupten. Aber es ist halt, es gibt immer nur die Verbindung zum gleichen Second Ultimate Battleground. Ansonsten machen die wirklich nichts, wie du gesagt hast, es sind die Heimchen am Herd. Was können sie? Kochen. So nach dem Motto kommt es rüber, da bleibt auch nicht viel übrig. Und wenn man sich überlegt, was für ein, teilweise auch ein Stuss, aber was für Sachen teilweise bei Masters-Charakteren reingeschrieben wurden, allein die Hintergrundgeschichte zu Scarecrow, da hätte es doch auch gerade bei den Princess of Power-Charakteren durchaus Potenzial gegeben, die oft auch nicht so stark beschriebene Blätter waren wie die Masters-Charaktere, dass man da noch mehr draus gemacht hätte als die 15. Auflage von Second Ultimate Battleground verliebt sich in XY. Das ist doch... Oh,
komm, nee. Ganz ehrlich, das ist eigentlich, wenn ich jetzt wirklich Hardcore She-Raver wäre, würde ich mich wirklich zurecht verarscht fühlen, weil man da wirklich schon irgendwo das Gefühl kriegen kann, dass es fast mit Fleiß gemacht wird. Auch wenn es einfach nur schlichtweg Ignoranz ist, weil da jemand eindeutig in seinen persönlichen Fanfics nicht unterscheiden konnte zwischen eigenen Favoriten und Charakteren, die nicht zu den Favoriten gehören, die man aber gerade deswegen interessant hätte machen können. Ja, eine Bio haben wir noch, zwar nicht ganz neu, aber desto trotz werden wir sie einmal besprechen und ich habe so das Gefühl, dass wir in dieser Bio vom zweiten Ultimate Battleground verschont bleiben, oder Gordon? Ja, hoffen wir mal, dass da irgendwie ein bisschen mehr Inhalt ist. Ach nee, wir kommen doch zum zweiten, naja gut, okay. Also Sweet Bee, liebenswerte Anführerin, ja, wahrer Name Beatrice Castle, nicht zu verwechseln mit der Fernsehserie auf RTL. So, verstärkt durch Caster Spellers Magie erlangte Beatrice die Fähigkeit, wie eine Biene durch die Luft zu fliegen. Ja, hätte ich mich auch sehr bedankt bei Caster Speller. Als gutherzige Freundin Shiro wurde Sweet Bee zu einer vertrauenswürdigen Führerin der rechtschaffenden Leute von Etheria. Sie trat der großen Rebellion bei und nutzte ihren himmlischen Aufsichtspunkt, um der wilden Horde nachzuspionieren. Nach Hordak einen magischen Durchgang nach Eternia gefunden hatte, folgte ihm Sweet Bee gemeinsam mit allen Mitgliedern der großen Rebellion und sie schlossen sich mit den abtrünnigen Masters of the Universe zusammen. Später kämpfte Beatrice auf dem zweiten ultimativen Battleground und befehligte dort eine Brigade von Sondertruppen, die aus Luftergänzen der Avionia und der Atreniden bestand. Ihr Team wehrte eine Attacke auf den Vipernturm ab und half dabei, ihn gegen eine Flotte angreifender Rotons zu verteidigen. Ebenso schön, wie sie schnell ist, fliegt Sweet Bee voraus, um ihren Verbündeten Feindbewegungen mitzuteilen. So. Steht der bescheuerte Name echt so oft da drin? Ja, tatsächlich. Ja. Beatrice, Alter. Beatrice. Genau. So hieß doch die Königin von den Niederlanden, oder? Ach nee, Beatrix war das, aber nein, ist egal. Christopher. Das war jetzt eine Überleitung. Ja, aber wirklich. Genau, richtig. Der Gedanke kam mir aber erst im Nachhinein. Ja, ich weiß nicht, da fällt mir so der letzte Satz noch, dass er dann irgendwie mit Bass auf Kinder gezeugt hat. Aber so, aber ja, nein. Ja, was soll ich dazu jetzt groß sagen? So, das ist genau der gleiche Schmu wie bei Pika Blue. Perfekt. Und was sich reimt, stimmt. Jetzt ist er baff. Das genügt auch schon. Ja, was willst du denn sonst noch dazu sagen? Mal wirklich, mal ehrlich. Oh, Hilfe. Sebastian. Ja. Was meinst du zu der Biografie? Allein wie Christophers Ausspruch gefällt mir jetzt wieder gut. Nee, es ist leider gelogen. Das ist auch wieder so eine Biografie. Ich stelle mir das so vor. Caster Speller, ich möchte gerne fliegen können. Ja, hier, bitteschön. Jetzt kannst du wie eine Biene durch die Luft fliegen. Sehe ich aus wie eine blöde Barbie-Puppe. Ehrlich gesagt, ja. Ah, okay, dann tschüss. Ja, ich gebe es zu, ich mag Sweet Bee nicht. Habe ich auch schon früher gesagt. Die Biografie ändert daran leider nichts. Die Biografie ist tatsächlich, wie Christopher gesagt hat, genau das gleiche. Same old, same new. Derselbe Mist, bla bla bla. Beatrice, bla bla bla. Irgendwas, bla bla bla. Zweite Item mit Battleground, bla 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 bla. Und der einzige Satz fehlt, dass sie sich noch in irgendwen verliebt hat und mit ihrem Stachel den gestochen hat oder was weiß ich nicht alles. Und dann wurde Clemchem schwanger. Ah nein, der ist ja mit Flatterina zusammen. Ach, das ist doch alles so ein Quatsch. Vor allen Dingen deshalb, weil es im Zeichentrick eigentlich eine wirklich schöne Origin-Geschichte gegeben hätte, auf der man hätte aufbauen können. Da war Sweet Bee einfach eine Außerirdische. Deswegen sah sie auch so eigenartig aus und hatte da auch sogar ein bisschen seltsame Gesichtszüge. Die ist dann auf Etheria gelandet und so weiter. Es gab ein komplettes Volk von ihr und so. Wieso hat man das nicht mal reingenommen, anstatt wieder den 15. Aufguss zu nehmen? Man meint wirklich, dass es da einfach nur so
zwei, drei grobe Templates für jeden Princess of Power Charakter gab und darauf basierend wurde die Biografie dann immer geschrieben. Und zwar Template 1 kann irgendwas, Template 2 Second Ultimate Battleground und Template 3 war dann noch irgendwo die Option, ob die jetzt noch mit irgendeinem auf Eternia schnackselt oder nicht. Ganz ehrlich, tschüss, ab damit, Scheißdreck. So, wir machen zu den Neuigkeiten der letzten drei Wochen. Wir machen jetzt weiter mit Talkback und widmen uns dem Hörspiel Dämon Mordulok. Talkback, Nerdkram unter der Lupe. Hallo und herzlich willkommen zu Talkback. Wir wollen uns endlich mal wieder einem Hörspiel widmen. Wir springen zur Folge Nummer 21. Das ist nämlich die chronologisch nächste Episode, die wir besprechen wollen. Und zwar mit dem Titel Dämon Mordulok. Ganz genau so ist es. Ja, Christopher, um was geht es denn da? Ja, ganz kurz mal die Inhaltsangabe. Das Monster Mordulok befindet sich auf Eternia und treibt dort nun sein Unwesen. Davon bekommen nicht nur He-Man und Co., sondern auch Skeletor und Hordak Wind. Die beiden spüren Mordulok auf, der sich nur kontrollieren und auf ihre Seite ziehen lässt, weil Hordak von dessen früherem Herrn Glostophos einen magischen Ring erhalten hat. Skeletor hetzt Mordulok auch prompt auf He-Man, der gerade auf der Suche nach dem Monster war. Bevor Mordulok He-Man aber besiegen kann, verliert Skeletor den Ring und der schöne Plan ist hinfällig. Mordulok haut ab und He-Mans Streak ist mit 21-0 bis zur nächsten Folge erstmal wieder gesichert. Sebastian, fehlt da nicht noch was an der Inhaltsangabe oder ist das schon alles? Das ist tatsächlich alles. Ich hab's einfach noch glauben wollen, aber wenn man es mal so runterbricht, ist das alles. Okay, ja, schauen wir mal, was wir aus dieser Episode rausholen. Ja, vielleicht vorab mal, ist das an der Stelle wirklich tatsächlich Mordulok's erster Auftritt oder wurde er vielleicht schon mal namentlich zumindest vorher erwähnt? Weiß man da irgendwas, Sebastian? Nee, in den Hörspielen ist Mordulok überhaupt nicht aufgetreten bisher. Der wird tatsächlich in dieser Folge eingeführt und kriegt ein komplettes Origin. Unglaublicherweise, ja. Ja, okay, das Origin, das schauen wir uns jetzt einmal an. Ja, die ganze Szenerie beginnt quasi damit, dass Teela, Man-at-Arms oder ein paar Soldaten irgendwie einen Ausflug machen und ja, mit dem Battlebones da irgendwie unterwegs sind. Und ich würde mal sagen, ja, Christopher, was war so dein erster Eindruck bei dieser einleitenden Szenerie? Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass Europa da schon eine recht große und auch intensive Soundkulisse gefahren hat. Also schon allein diese Szenerie, wo die in der Höhle sind und dann Mordulok das erste Mal auftaucht. Auch dieses Gestampfe und dieses Rumgeschreie von dem Synchronsprecher, ich komme jetzt gerade auf den Namen nicht, das war schon großartig. Also ich fand, das war schon ziemlich beeindruckend, wie Mordulok dann auch tatsächlich dann seinen ersten Auftritt in den Europa-Hörspielen hatte. Ich muss zugeben, wir haben so die ersten zwei, drei Minuten noch so ein bisschen so die Stirn runzeln lassen. Ich konnte mir das zwar alles so bildlich vorstellen, wie das jetzt sich Europa da hat gedacht, wie das Ganze dann irgendwie dann funktionieren soll, aber ich tat mich da ein bisschen schwer mit den doch tatsächlich Hintergrundgeräuschen, wie irgendwelches Klaviergeklimper, kann ich mich erinnern, was dazu benutzt wurde, um irgendwie das Laufen vom Battlebones da zu unterstreichen, zu untermalen. Und ich fand zwar auch das Schreien vom Mordulok da ja irgendwie passend, aber doch, weiß nicht, hat für mich ehrlich gesagt so ein bisschen irgendwie was gefehlt. Ja, Sebastian, was war da so bei dieser Szenerie dein erster Eindruck? Ich hatte da eigentlich einen recht positiven Eindruck, wie Christopher, habe ich auch eher gefunden, das war von den Sounds und so her ganz gut. Ich habe da schon noch die Geräusche gehört, dass da halt jetzt nicht irgendein Ding mit Panzerketten rumfährt, sondern dass da irgendein Viech gerade aufstampft. Mir war es nur ein bisschen eigenartig von der Einführung her, weil ich halt mich damals beim Hören eingefügt hatte, ja, Man-at-Arms und Teela sind auf der Suche nach einem Metall und das wird überhaupt nicht mehr weiter aufgegriffen und dann rufen plötzlich irgendwelche Wachen wegen dem Monster rum und ich glaube, die Wachen haben mich da ein bisschen rausgezogen, weil ich einfach so gewohnt war, dass du normalerweise halt so dir bekannte Charaktere dann hörst und dass da jetzt dann plötzlich irgendwelche unbekannten Palastwachen, die normalerweise nur so Hintergrundgeräusche in der Regel machen, dann da rufen und mit denen in Dialog treten, das fand ich dann schon ein bisschen eigenartig. Aber jetzt auch nicht direkt negativ, sondern im Sinne von überraschend.
Ich möchte da nochmal geschwind nochmal auf die Soundeffekte nochmal zurückkommen. Ich habe gerade nochmal an die Episode Die lachende Brücke denken müssen. Witzigerweise, Christopher, du warst ja da auch damals beim Talkback unser Gast und da kam ja auch der Battle Bones drinne vor und da muss ich sagen, fand ich die Soundeffekte ziemlich cool. Das war so richtig, so besser, wie du es eigentlich gerade beschrieben hast, so richtig schönes, lautes Stampfen, was ich aber jetzt doch in dieser Episode irgendwie vermisst habe. Aber hast du denn wirklich dieses Klavierklimpern, das habe ich jetzt nicht als Geräuschkulisse für den Battle Bones empfunden, sondern mehr so als irgendwie untermalende Hintergrundmusik. Ja. Ja gut, will ich jetzt nicht wirklich jetzt drauf festlegen, aber ich weiß nicht, also mir kam auf irgendwie so der Gedanke. Ich habe da so ein bisschen irgendwie an Tom und Jerry denken müssen, die oft mit diesen Musikinstrumenten dann versuchen, die ganze Szenerie einfach wirklich zu untermalen und nochmal quasi sprechen zu lassen, in Anführungszeichen. Ist mir da spontan aufgefallen. Vielleicht ist es auch wirklich nur als Hintergrundmusik gedacht, aber ich weiß nicht, ich fand es trotzdem irgendwie nicht so passend. Also ich hätte mir dann doch die Geräusche von der lachenden Brücke da eher gewünscht. Na, so oder so finde ich es dabei dann aber auch erstaunlich, abgesehen von den Geräuschen halt, dass sie überhaupt den Battle Bones da schon wieder benutzt haben. Wenn man sich das überlegt, der Battle Bones wird da erstaunlich häufig ja benutzt. Also in Folge 13 wird er eingeführt, in Folge 14 kommt er wieder vor. Und der hat ja jetzt auch schon seinen dritten oder vierten Auftritt mittlerweile. Und die gehen ja noch extra drauf ein, dass sie mit dem Sammelsaurus darunter müssen, weil sie wieder mit dem Wind Raider landen können, weil sonst die Flügel abbrechen wie beim Spielzeug. Ha, schöne Metakritik vom Autor. Oder mit den anderen Fahrzeugen kommen sie auch nicht so runter in das unwegsame Gelände, obwohl dafür eigentlich der Fliptrack normalerweise geeignet wäre. Das finde ich jetzt als Erwachsener schon erstaunlich, dass der Battle Bones so häufig gehypt wird und relativ wenig mit anderen Vehikeln rumgetan wird, wie jetzt dem Bechersaurus zum Beispiel. Ich vermute ja, weil Manuel gerade die lachende Brücke erfunden, wollte ich gerade sagen, genannt hatte, dass der Battle Bones ist ja ein Zeuge seiner längst vergangenen Zeit. Vielleicht konnten die nur deswegen in die Höhle rein, verstehst du? Möglich. Ja, aber die gehen ja jetzt erstmal nur in eine Schlucht. Meine Zwischenfrage, habt ihr als Kind den Battle Bones wirklich als Fahrzeug genutzt zum Spielen oder war das wirklich nur ein Transportding? Ich habe den Battle Bones damals überhaupt nicht gehabt, Manuel. Das war so du. Ja, schön, dass du mich nochmal dran erinnerst. Ja, da kommen wir doch schon wieder auf den Wind Rider und den abgebrochenen Flügeln und Windboat und sowas alles zu sprechen. Lassen wir das. Wir wollen jetzt keine alten Wunden aufreißen. Christopher, hattest du denn als Kind den Battle Bones? Jetzt reißt du bei mir eine Wunde auf, weil der Battle Bones war einer der wenigen Fahrzeuge, die ich nicht hatte. Ist ja unglaublich. Du Monster! Was seid ihr denn für Hiefen? Gordon, bitte sag, dass du den Battle Bones hattest. Nee, aber mein Cousin hatte den. Okay, gut. Das reicht zählt schon. Nicht. Doch, das reicht. Ich habe ihn danach bekommen. Also er hat ihn mir geschenkt. Das heißt, danach hatte ich ihn dann. Hast du den wirklich zum Spielen mitgenutzt, als wirkliches Fahrzeug oder wirklich nur als quasi Koffer benutzt, wenn du zu einem Kumpel gegangen bist zum Spielen? Ich habe den nie als Koffer benutzt. Totaler Blödsinn. Natürlich habe ich den zum Spielen benutzt, was eigentlich das Einzige, was nur total ätzend am Battle Bones eben gewesen ist, dass diese Rippen so leicht abgebrochen sind. Kaum hat man mal irgendwie eine Figur irgendwie ein bisschen ruppiger da rausgezogen, waren die Dinger halt auch kaputt. Und ich glaube, ich kannte keinen, der den damals hatte, wo nicht mindestens eine Rippe gebrochen war. Mhm. Also als ich den bekam, waren bestimmt schon zwei gebrochen und ich glaube, mir ist auch noch eine abgebrochen. Also von daher, keine Ahnung, aber zum Tragen von irgendwelchen Sachen habe ich den nie benutzt. Ich habe auch nie, wie einige es ja gemacht haben oder wie das in der Anleitung da angegeben war, die Waffen im Maul versteckt. Ganz im Gegenteil. Ich habe eigentlich das Maul eher dazu benutzt, Leute auffressen zu lassen. Wäre aber gut gewesen in der Hörspielfolge, wenn He-Man bzw. Adam Battlebones unterwegs ist, wird plötzlich von Skeletor angegriffen, will sein Schwert aus dem Maul holen, das Maul klemmt. Zum Beispiel, ja. Genau. Hatten wir nicht mal so was Ähnliches? Egal. Nein, wahrscheinlich nicht. Ja, aber ich glaube, ich musste gerade dran denken, wie Gordon sagt, dass die Rippen da dauernd abgebrochen sind, warum jetzt in dieser Episode nur Palastwachen nicht dabei sind und keine Masters wie beispielsweise, keine Ahnung, Ramman oder Gwildor oder sowas alles. Oder auch Fisto, der nie einen Hörspielauftritt hatte mit einer Sprechrolle. Ja, es macht aber durchaus Sinn, dass da nur Palastwachen mitkommen, weil eigentlich ist das ja so ein Metadams ist ja mehr so ein Eigenbrötler, das heißt, er hat sich gedacht, ach, da ist so ein Metall, das muss ich genau untersuchen. Ja, da nehme ich mal Leute mit, die ein bisschen Ahnung haben. Ja, nehme ich ein paar Palastwachen mit rein. Passt schon. Vermute ich jetzt mal.
Ich glaube, das hat vor allen Dingen den Grund, weil es ja schon für die Masters, wenn jetzt wirklich so Ramen oder Fisto dabei gewesen wären, es hätte ja komisch gewirkt, wenn die plötzlich panisch gerufen hätten, Achtung, ein Monster, ich laufe davon. Moment mal, ihr seid doch die Masters of the Universe, ihr müsst gegen das kämpfen. Oh nein, nein, nein! Das wäre ja doof gekommen, ja. Aber so ordinäre Palastwachen, mit denen kann man es ja machen. Ja. Ja, damit wären wir quasi schon beim Ende dieser Szene angekommen. Modulok kommt quasi aus dem Erdreich hervor und ja, erschreckt die Masters da ein bisschen, zumindest mal die Palastwachen so ein bisschen. Und ja, von der Beschreibung her war ich einerseits so ein bisschen daran erinnert irgendwie an RTL 2 Werbefernsehen, weil alles so schön detailliert beschrieben wurde von Modulok. Auf der anderen Seite fand ich es aber dann doch ja, ich würde sagen, glaubhaft dargestellt, dass sie da wirklich jetzt in Panik geraten und dass wirklich jetzt irgendwie ein ganz, ganz schreckliches Monster irgendwie auftaucht. Ja, ich weiß nicht, ob das vom Cover her jetzt wirklich dann auch so als schreckliches Monster auch interpretieren kann, weil das ja doch dem Toy recht ähnlich sieht. Keine Ahnung. Aber die Szenerie fand ich dann doch da eigentlich okay. Ja, ging mir genauso. Natürlich habe ich, als ich die Folge gehört habe, Modulok schon gekannt. Insofern kam ich nie auf die Idee, dass da Kopfkino sich abgespielt hätte bei der Beschreibung. Aber ich fand es so, unabhängig davon, dass ich die Modulok-Figur nie besonders super gruselig gefunden habe, schon ganz schön, wie der dann eingeführt wird. Es zieht sich ja auch durch die ganze Folge, dass immer, solange die nicht den Namen Modulok kennen, wird immer von einem Monster geredet. Es wird immer wieder darauf eingegangen, ja, sieht schon dämonisch aus und so weiter. Und hat ja auch dann schier unglaubliche Kräfte, darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Insofern ist es eigentlich eine ganz nette Einführung, dass halt nicht irgendwie jemand nur in Man at Arms Werkstatt kommt und das ist dann Mantenna, der sich da vorstellt, sondern dass da wirklich mal erst ein Geheimnis um den Charakter drumherum gebaut wird. Ja, die Masters ergreifen die Flucht und in der nächsten Szene sind sie auch schon wieder im Palast, denn Teela besucht Adam und da, finde ich, muss ich sagen, ist ein ganz witziger Dialog. Ja, also nachdem halt sie alle aus der Flucht getürmt sind, muss Teela natürlich im Palast sofort sich auf die Suche nach Heman machen und ihn zu alarmieren. Stößt dabei auf Adam, der gerade im Palast ist und dabei zuguckt, wie Orko die Blumen zählt und Cringer schläft natürlich wieder daneben und ja, das Übliche, was man aus den Hörspielen halt kennt. Teela wird sauer, weil Adam so ein Feingeist ist und rennt weiter, wodurch Adam aber natürlich auf den Plan gerufen wird. Und vielleicht beziehst du dich darauf, das Lustige, ich zumindest fand es halt lustig, dass letzten Endes Teela eigentlich komplett von Orko verarscht wird. Richtig, ganz genau. Da kommt ja noch eigentlich davor noch diese Aussage von Prince Adam, wo er dann quasi sagt... Oh ja! Ja, genau. Ja, wo Adam sich auch noch über sein alter Ego lustig macht. Genau, das ist auch gut. Ja, ganz genau, ganz genau. Christopher, weißt du noch das, was He-Man da, beziehungsweise was Adam da genau sagt? Ach, er prügelt sich so gern mit irgendwelchen finsteren Gestalten. Ja, genau. Ich finde das wirklich so genial. Und dann auch Teelas Entsetzen dabei. Was? Er prügelt sich mit finsteren Gestalten. Wie kannst du denn? Und man weiß als Hörer genau, Adam verarscht sich jetzt gerade ein bisschen selbst und tut so, als wäre He-Man einfach nur irgendwie so ein Hinterhofschläger. Ich finde das großartig. Und dann auch Orkos Zusatz dabei, dass He-Man irgendwo weiter hinten ist und gerade ein Gedicht über Teela schreibt. Das ist so herrlich. In der Tat. Ich fand's eigentlich, was ich da verwunderlich fand an dieser Szene war, dass Teela ja quasi eigentlich total in Aufregung sein müsste. Sie hat gerade das Monster ihres Lebens gesehen, geflüchtet, gefährlich, keine Ahnung, will alle auffressen. Und erzählt aber Adam und Orko nicht, was passiert ist. Das heißt, nein. Sagt sie irgendwie sinngemäß, das werde ich euch nicht erzählen und will dann quasi weitergehen. Und da weiß ich nicht, ob man wirklich in dieser Szene wirklich so reagiert hätte irgendwie. Und dann dachte ich mir, okay, dann kann das entweder, war das Ganze jetzt nicht wirklich jetzt so gefährlich, wie das am Anfang dargestellt wurde, oder letztendlich, ja, ich weiß auch nicht, also schätzt sie die Lage da einfach nicht richtig ein. Die weibliche Zickigkeit von Teela überwiegt, weil sie verarscht wurde, will sie dann nichts mehr erzählen. Also jetzt trotz Reaktion quasi. Ja, natürlich, kleines Kind. Okay.
Und ist dann schwimmen gegangen, ne? Genau. Genau. Ja, aber es ist doch nicht das erste Mal. Ich meine, seien wir ehrlich, also das muss man ja zumindest lassen. Thieler ist ziemlich konsequent geführt in diesen Hörspielen. Ich finde, wir haben das jetzt in mehreren Hörspielen schon gemerkt, wo wir irgendwie dachten, was ist das denn jetzt wieder für ein Quatsch von hier? Das passt irgendwie. Also ich hatte in dem Moment wirklich das Gefühl, ja, das ist genauso dieses, mich nimmt hier keiner ernst, dann gehe ich halt. Ich finde es aber auch so konsequent, weil Thieler hätte genauso gut sagen können, nö, ich sage euch nichts, sonst verarscht ihr mich ja nur weiter. Weil genau das wird ja mit ihr gemacht. In der früheren Folge hat ihr eigener Vater sie sogar noch dabei verarscht. Und das ist ja dann insofern konsequent, dass sie irgendwann sagt, ja, sie weiß, dass sie sowieso immer nur einen dummen Spruch von Prinz Adam und Co. reingedrückt kriegt, dann hält sie sich damit gar nicht weiter auf. Finde ich gut. Thieler ist halt ein Jammerlapp. Die Anfangsszenerie mit Modulok, die blieb nicht unbeobachtet. Das heißt, die Dämonen des Bösen waren zugegen und haben das Ganze beobachtet. Wer war denn da, Christopher? Ja, Trapjaw und Beastman, die haben das Geschehen nämlich ebenfalls beobachtet. Und dann sind sie geschwind, Achtung, nach Frightzone gegangen, Skeletors geheimen Stützpunkt. Na, da schau an. Ist er einfach umgezogen, oder was? Ja, anscheinend. Moment mal, das mit den Irrlichtern kommt doch erst in Folge 37. Genau daran habe ich auch gerade gedacht. Das ist eigentlich nach dem Motto, die Schurkenversion von den früheren Hörspielen, wo sie ja immer geredet haben, dass die Helden in Castle Grayskull wohnen, obwohl sie es gar nicht tun, sondern im Palast waren. Jetzt wohnt Skeleton der Frights und die gehört ihm auch und er hat sie nur irgendwie an Hordak weitervermietet oder so, keine Ahnung. Das ist mir aber tatsächlich jetzt erst beim Hören zum ersten Mal aufgefallen. Früher, sowohl als Kind als auch als Erwachsener, ist mir nie aufgefallen, dass die von der Frightzone reden. Ich bin immer von Snake Mountain automatisch ausgegangen. Also hast du quasi so im Kopf das Autokorrektur gehabt. Ja, sozusagen. Ich meine, ist ja auch naheliegend. Immer Snake Mountain und dann irgendwie auf einmal kommt die Frights und das kann man schnell überhören. Ja, die beiden sind ja dann, also sprich Trapjaw und Beastman zu Snake, ach nein, was war wieder was anderes, zu Frightzone, zum Zweitwohnsitz, quasi hingeeilt von Skeletor, um ihn da Bericht zu erstatten und so ganz zwischendurch, beziehungsweise mal so nebenher erwähnt, hat Beastman hier eine neue Synchronstimme, oder Christopher? Ja, genau, weil Christian Rode spricht hier nicht Beastman, sondern das ist die Stimme von Triclops, der hat wohl den Part übernommen und spricht in dieser Folge Beastman. Das kommt in den 37 Episoden doch immer wieder mal vor, dass hier und da so einzelne Sprecher dann mal kurzzeitig eine andere Synchronstimme bekommen. Christopher, nervt dich sowas beim Hören? Hast du dann Probleme damit, letztendlich sich mit dem Charakter da irgendwie zu identifizieren oder ist das letztendlich wurscht? In dem Fall hat es mich schon genervt, weil ich fand, dass Christian Rode die Stimme perfekt rübergebracht hat. Und ich glaube, dass er kommt aber auch jetzt als Sprecher gar nicht mehr vor. Das heißt, Beastman hat in den nächsten Folgen dann eine komplett neue Synchronstimme. Und die klingt ziemlich dämlich, finde ich. Ja, überhaupt nicht nach so einem fellartigen Monster. Ist auch in dieser Folge schon. Ich meine, ich liebe ja den Triclops-Sprecher für Triclops, aber für Beastman hat halt Christian Rode schon dieses bisschen so noch mitgebracht, ohne dass es zu auffällig war, aber er hat einfach eine etwas tiefere Stimme gehabt. Genau, richtig. Und ich finde auch, der hat dieses Dümmliche ganz gut rübergebracht. Ja, jetzt sind die beiden dann tatsächlich in der Frightzone angekommen. Wir stehen immer noch in dieser Szenerie. Was wird denn da letztendlich erzählt? Was berichten Sie denn da, Sebastian? Ja, also die erstatten natürlich jetzt Skeletor Bericht darüber, dass sie halt das ganze Geschehen in der Schlucht beobachtet haben und während sie da halt erzählen, was da für ein Viech auf die Helden losgegangen ist, da erkennt Hordak aus der Beschreibung halt, dass es sich da um den unbesiegbaren Modulok handeln kann oder handeln muss vielmehr und Modulok dürfte sogar He-Man besiegen können, aber naja, der ist halt nicht so ganz leicht, der ist halt wie Elizabeth Taylor, mit dem kann man nicht so gut umgehen, deswegen muss man erstmal gucken, ob sich Modulok überhaupt überzeugen lassen würde, mit den Schurken zusammenzuarbeiten. Und deswegen beschließen Skeletor und Hordak gemeinsam, dass sie sich zusammen mit Quisslor zu dieser Schlucht aufmachen, um eben mal mit Modulok in Vertragsverhandlungen zu treten. Und Quisslor nehmen sie deswegen auch mit, damit der halt mit seinen gewaltigen Kräften Modulok zumindest ein bisschen aufhalten kann, damit man überhaupt mal zu Wort kommt, weil Modulok scheinbar so gefährlich ist, dass der sofort angreifen würde. Sag mal, Sebastian, hat Skeletor da nicht auch noch irgendwas vom Weinjungle erzählt?
Ja, genau. Das fand ich jetzt nämlich persönlich etwas abstrus. Das ist mir auch erst heute beim Hören zum ersten Mal aufgefallen. Klar, als Kind fällt es einem nicht auf. Jetzt geht's nur rein ums Nerdige. Nämlich Skeletor sagt, dass noch nie jemand aus dem Weinjungle zurückgekehrt sei. Und da ist mir dann eingefallen, ja, Moment mal, in Folge 10, wo es auch um einen Ring geht, ja, das kommt später, aber auf jeden Fall in Folge 10, ist Skeletor mit seinen eigenen Leuten durch den Weinjungle gelatscht und Himmel mit seinen Leuten ebenfalls. Also die sind allesamt zurückgekehrt. Das fand ich da jetzt als Erwachsener rein ein bisschen komisch. Ich finde es schön, dass der Weinjungle da erwähnt wird als geheimnisvoll und hochgefährlich, aber streng genommen. Ja, ich vermute mal eher, weil Beastman konnte sich ja noch nicht mal mehr an den Namen von Hordak erinnern. Dass Beastman das sowieso total vergessen hat und Skeletor gedacht hat, ja, erzähle ich einfach irgendwas vom Weinjungle, das weiß der eh nicht mehr. Vielleicht gibt es ja auch zwei verschiedene. Ja. Kann natürlich auch sein, das ist richtig. Ja, bevor letztendlich dann die Evils dann auf Modulok treffen, hat sich He-Man mittlerweile auch auf den Weg gemacht und ist dann quasi mit Man-at-Arms dann in die Schlucht gereist, um quasi auch das Monster dort zu suchen. Christopher, erzähl doch mal ein bisschen. Ja, He-Man und Man-at-Arms und Orko sind dann halt dorthin gereist, wie du schon gesagt hattest, und wollten dann natürlich versuchen, Modulok aus seinem Versteck zu holen. Und was macht der Stärkste der Starken natürlich? Er wirft einen Stein. und nicht gerade einen kleinen. Ja, er wirft halt diesen Stein in den Schacht, Modulok schreit kurz. Man-at-Arms sagt doch, oh, das Monster hat geschrien. Ja, was machen wir denn jetzt? Ja, weiß ich auch nicht. Ich habe halt den Stein. Weiß man noch einen Stein. Ja. Und dann kommt allerdings Orko und sagt, dass der Palast angegriffen wurde und He-Man hält halt das Monster für ein Ablenkungsmanöver und sie reisen zurück zu dem Palast, um Skeletors Schergen aufzuhalten. Also das war für mich als Kind so diese Szene eigentlich recht spannend gewesen irgendwo. Ja, als müsste eigentlich jeden Moment was rauskommen. Dann hört man Modulok wirklich schreien und dann wird jetzt gleich was passieren und dann am Ende müssen sie doch abziehen. Als Kind fand ich das einen schönen Aufbau. Als Erwachsener dachte ich nur, ja, ist eigentlich kein Wunder, dass Modulok hinterher auf He-Man losgeht, wenn der einfach einen Stein auf seinen Kopf schmeißt. Und was für einen großen, ne? Wie Christopher gerade schon gesagt hat. Ich finde es trotzdem interessant, dass Modulok sich jetzt hier nicht aus der Ruhe bringen lässt und tatsächlich nicht auftaucht. Und es scheint ja wirklich so, als ob das ein Plan ist zwischen ihm, Skeletor und Hordak, dass quasi die Evils Grayskull angreifen, wir haben es ja gerade schon gehört, um letztendlich einfach die Gelegenheit zu nutzen, dass He-Man nicht vor Ort ist und Modulok durch sein Nicht-Auftauchen einfach He-Man mehr oder weniger so lange ablenkt, bis, ja, keine Ahnung, halt der Plan um Grayskull halt gelingt. Aber im Prinzip kann das auch kein ausgemachter Plan sein, weil Skeletor ja mit Modulok ja noch gar nicht gesprochen hat. Oder denkt ihr, dass es irgendwie hier asynchron erzählt, Sebastian? Nee, ich finde nicht, dass es asynchron erzählt ist. Ich finde, das macht eigentlich perfekt Sinn. Skeletor und Hordak haben ja schon vorher den Plan geschmiedet, hey, okay, wir gucken jetzt erstmal, ob wir Modulok auf unsere Seite bringen. Gefährliche Sache. Wir wollen davon aber auch nicht gestört werden. Es ist auch naheliegend, dass He-Man oder die Helden natürlich nach diesem Monster auch nochmal Ausschau halten. Damit also Skeletor und Hordak sich ungestört um ihre Sache kümmern können, ist es für mich nachvollziehbar, dass sie die anderen nach Castle Grayskull zur Ablenkung geschickt haben. Und das hat ja mit Modulok selber jetzt erstmal nicht direkt was zu tun, weil Modulok sitzt ja immer noch nichts an in seiner Höhle und trinkt Kaffee, während er den Fels auf dem Kopf hat. Ja, vor allen Dingen in der nächsten Szene attackiert er doch auch noch die anderen, oder nicht? Also, oder habe ich das jetzt falsch in Erinnerung? Es ist ja jetzt ein bisschen länger her, dass ich die Folge gesehen habe, aber ich meine mich noch zu erinnern, dass es doch so war, dass er, dass Modulok erst noch die anderen angreift. Also und Skeletor die, und Hordak. Die Evils? Ja. Ja, und da liegst du gar nicht verkehrt. Christopher, erzähl doch mal. Ja, das kommt später, und zwar nämlich, nachdem sich He-Man und Co. nach Castle Grayskull locken lassen haben, kriechen dann Hordak und Skeletor und Grizzlor aus ihrem Versteck und ja, Skeletor sagt dann zu Hordak, ja, dann hol mal Modulok, ich will ihn sehen. Und ja, was macht Hordak, Gordon? Was ruft er? Modulok! Genau. Und Modulok erscheint dann auch prompt und sagt, wer wagt es, uns in unsere Ruhe zu stören, und attackiert dann Skeletor und seine Konsorten.
Ja, das macht doch auch perfekt Sinn, dass Modulok die jetzt angreift, weil ihr erinnert euch, He-Man hat ihm den Stein auf den Kopf geschmissen. Modulok weiß nicht, von wem der gekommen ist, hört dann auf einmal einen auch noch so doof herunterrufen. Modulok kommt nach oben, was wollt ihr, Stein, so und so. Also da wäre ich auch aggro gewesen. Ja, natürlich, klar. Wahrscheinlich hat er sich gedacht, ja, Moment mal, was schmeißen die hier einen Stein auf den Kopf und dann rufen die mich auch noch. Geht jetzt gar nicht. Und ja, wie gesagt, dann hat er die halt attackiert. War wohl ein ziemlich harter Kampf, denn ja, die drei kamen natürlich auch nicht so ganz klar damit. Und dann fiel Hordak natürlich plötzlich ein, ach, Moment mal, ich hab doch da diesen Ring. Und dann diesen Ring von diesem Magier Glostophos. Und ja, mit diesem Ring ist er anscheinend in der Lage, Modulok zu kontrollieren. Und als er den Ring halt präsentiert hat dann Modulok seinen Angriff auch eingestellt. Halt, wie, warte mal, der hat einen Ring, um Modulok zu kontrollieren? Warum nimmt er Grislaw mit? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich hat er es vergessen, dass er diesen Ring hatte. Interessanterweise dabei ist ja, dass Hordak davon spricht, dass der Magier Glostophos ihm ein Geheimnis anvertraut hätte, dass, ich weiß gar nicht mehr den ganzen Kontext jetzt im Stegreif. Wie war das nochmal genau, Sebastian? Ja, also wir müssen da jetzt noch halbwegs chronologisch bleiben. Also Modulok kommt ja aus der Höhle heraus, greift an, so wie es ja auch von Hordak prophezeit wurde. Dieses Monster, das muss erstmal von Grislaw gebändigt werden. Grislaw packt den auch, aber kann Modulok kaum zurückhalten. So stark ist der, was ich persönlich auch schon sehr beeindruckend finde. Und erst als Hordak den Ring herauszieht, lässt sich Modulok erstmal beruhigen durch die Magie des Ringes scheinbar. Und Hordak erklärt dann halt, dass er Modulok schon aus einer anderen Welt kennt. Damals war der Herr von Modulok eben der Magier Glostophos. Und Hordak hat irgendwie einen Handel mit dem Magier geschlossen, wodurch dieser ihm den Ring geschenkt hat. Und der Ring sollte dafür sorgen, dass Hordak Modulok zu sich rufen kann, beziehungsweise der Magier hat Modulok selber auch noch gesagt, dass er den Ring halt einem Fremden geschenkt hat. Und Modulok soll diesem Fremden halt zu Dienst und behilflich sein, wenn es ihm irgendwie möglich sein sollte. Und wie gesagt, dadurch lässt er sich halt erstmal beruhigen und Hordak hat die Kontrolle über Modulok. Also sind jetzt Hordak und Skeletor zwar nicht miteinander, aber sind beide jetzt verheiratet, oder? Nein, aber ich habe fast den Verdacht, dass Hordak und Glostophos geheiratet haben. Ja, das meine ich ja. Also Hordak ist mit Glostophos verheiratet und Skeletor mit Myrat, oder? Nein, Skeletor hat den Ring ja von Myrat geerbt und bei Hordak ist halt die Frage, das ist ja das Abstruse an dieser Folge. Also, um es zu sagen, als Kind habe ich diese ganze Szenerie um den Magier Glostophos faszinierend gefunden. Heute finde ich es auch noch sehr spannend. Nur wenn man es jetzt aus Erwachsenensicht neutral betrachtet, wirkt es halt ein bisschen komisch, dass Hordak von einem Handel erzählt. Skeletor fragt ihn auch noch explizit, ja, was hast du Glostophos dafür gegeben? Und Hordak irgendwie so, ja, das bleibt erstmal mein Geheimnis und irgendwann erzähle ich es dir vielleicht mal. Da geht natürlich in einem Erwachsenenkopf auch ein entsprechendes Kopfkino los. Was hat Hordak dem Magier dafür versprochen oder gegeben, diesen Ring zu kriegen? Sag mal, Sebastian, ich habe da mal eine ganz wichtige Frage. Modulok hat jetzt hier sein eigenes Origin bekommen in den Hörspielen, Europa-Hörspielen. Das kam ja schon auch bei ein oder anderen Charakteren vor. Hatte Modulok auch seitens Europa ein eigenes Origin bekommen, vielleicht in einem US-Comic? Ja, Modulok hat tatsächlich mehrere Origins bekommen. Das Haupt-Origin war halt im Filmation-Zeichentrick. Da war ja ein Wissenschaftler namens Galen Nycroft, der sich dann mit einer selbstgebauten Maschine eben in Modulok verwandelt und er sich erstmal Skeletor anschließen will, aber dann irgendwann doch im Lauf der Zeichentrickserie, nämlich im Shiva-Zeichentrick, dann zur Horde überläuft. Im Minicomic wurde im Grunde indirekt darauf Bezug genommen, da war Modulok keine Verbindung mit Galen Nycroft oder sowas zugeschrieben, aber er ist einfach als ein gefangener Sklave von Skeletor entkommen und ist deswegen der Horde beigetreten. Und in den UK-Magazinen haben sie dann auch nochmal was aufgegriffen, auch mit Galen Nycroft, aber nochmal ganz anders. Da war der irgendwie so ein komischer Kleinkrimineller, der irgendwo in den Weiten des Weltalls halt gefangen genommen wurde und ist dann irgendwie vom Gefängnisplaneten entkommen,
aber dabei hat er sich mit irgendwelchen Chemikalien vollgepumpt, die ihn dann in Modulok verwandelt haben. Also das sind schon mal wieder vollkommen andere Geschichten als das, was wir hier haben. Natürlich kann man das mit fremden Welten und so als Verbindung zu den Europa-Hörspielen ziehen, aber ich habe so meine Zweifel, dass H.G. Francis da von den UK-Magazinen gewusst hat, wobei ich sogar glaube, dass das Origin aus den Magazinen chronologisch nach der Hörspielfolge erst kam. Und so haben wir es wie bei Beastman und bei Trapture halt hier auch mit dem eigenständigen Origin nur für die Hörspiele zu tun. Aber so oder so, also bei Modulok Origin-mäßig bin ich sowieso fasziniert von den verschiedenen Aspekten, aber das Hörspiel Origin hat bei mir immer noch einen warmen Platz, weil ich eigentlich die Idee ganz gut finde, dass das halt wirklich so eine Art dämonisches Monsterwesen aus einer fremden Welt ist, mit einem geheimnisvollen Meister. Das hat halt viel Potenzial und ist auch sehr stark noch im Fantasy-Bereich verhaftet, finde ich. Ich finde den Gedanken mit diesem Gefängnisplanet ganz cool. Das deckt sich ja auch so mit der Erzählung von Hordak, ne, dass er auf einem frühen Planeten schon mal getroffen hat. Du meinst, dass dann in Wirklichkeit der Herr von Modulok irgendwie auf diesem Gefängnisplaneten irgendwie da nur der Blockking war oder so? Ja, keine Ahnung, irgendwas in der Form irgendwie. Aber das mit dieser Säure finde ich doch ein bisschen strange. Ich weiß nicht, wie Joker das sehen würde. Christoph, was meinst du? Ich musste da eigentlich eher spontan an Bane denken, als Sepp das gerade mit den Chemikalien erzählt hat, dass er sich mit Chemikalien vollgepumpt hat. Aber nein, das könnte man natürlich auch so sehen. Aber nein, aber ich muss Sebastian recht geben. Ich finde auch das Origin von Modulok in den Hörspielen eigentlich besser, weil es halt Potenzial für mehr Stoff liefert. Hier diese Geschichte mit diesem Mad Scientist, die ist ganz nett, aber ich finde, die ist so 0815. Also die Geschichte in den Hörspielen finde ich auch besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, es macht den Charakter mystisch irgendwo, dass man halt nicht genau weiß, wo er herkommt. Er ist einfach da, er ist gefährlich etc. Ich muss auch sagen, gefällt mir. Man hat natürlich auch den Aspekt, was ich schon als Kind damals nämlich gedacht habe. Es ist mir immer aufgefallen, ihr wisst es ja alle, die Böse und die wilde Horde, die Figuren haben überall das Horde-Wappen bei sich drauf. Auf der Brust, manchmal auf den Arm oder so. Aber es ist immer irgendwo Teil der Kleidung. Modulok war als Figur ja in dem Sinne aus Kindersicht ja nackig gemacht und hat auch nirgendwo dieses Horde-Wappen gehabt. Der war nur einfach rot und deswegen hätte man sagen können, der gehört zur Horde. Aber ich habe da halt dann auch irgendwo gedacht, ja, vielleicht ist es deswegen, weil Skeletor ja da auch dann anfängt, Modulok mit dem Ring zu kontrollieren. Und um ein bisschen auf die Folge vorzugreifen, wir wissen natürlich, Skeletor wird irgendwann den Ring wieder verlieren und wird Modulok dann irgendwie so ein Monster für sich, das selbstständig arbeitet, mal mit der Horde, mal mit Skeletor, mal für sich oder so. Das fand ich dabei auch schon faszinierend. Das Potenzial war hier zumindest vorhanden. Interessanterweise ist ja auch an der Folge, dass Grislo auch seinen ersten Auftritt und seine erste Sprechrolle hat, ne? Oh ja, aber selber keinen, ich meine, gut, okay, Mantenna hat damals auch keine Origin bekommen, aber Mantenna hat ja trotzdem nichtsdestotrotz so ein bisschen Background gekriegt oder beziehungsweise ein bisschen mehr Screenplay oder Screentime, will ich es jetzt mal nennen, gehabt, aber Grizzle war ja eigentlich nicht so. Ja, ich denke mal, Grizzle ist halt wie Legion Mantenna so in Folge 17 quasi indirekt eingeführt worden, wo Hordak halt sagt, der ist jetzt mit seiner wilden Horde auf Eternia gelandet. Und das war für mich dann auch nicht so problematisch, dass Grislock keinen näheren Background hatte. Ich fand es eigentlich schon ganz gut, dass er halt hier ist, mit einer sehr interessanten Stimme, muss ich sagen. Eigentlich atypisch für Grislock, gefiel mir aber trotzdem gut, der halt Hordaxmann fürs Grobe ist, so wie Beastman Skeletorsmann für Grobe war. Und der plötzlich, wenn du die Figur gesehen hast, hast du gedacht, boah, was für ein Monstrum, wird dann halt eben von Modulok, dem anderen Monstrum, schon fast besiegt innerhalb von wenigen Sekunden. Das fand ich dann schon ganz gut für Quistler selbst. Ich hab da nicht wirklich mehr gebraucht bei dem. Wie fandet ihr denn generell die Darstellung von dem Kampf? Fandet ihr das realistisch, dass Grislor und natürlich auch Skeletor total außer Atem waren und da kamen so Sätze irgendwie, ich glaube von Skeletor, sinngemäß, das war der schlimmste Kampf, den ich je habe führen müssen, und natürlich dann auch diese witzige Aussage von Grislor, ich bin mehr tot als lebendig, bla bla bla. War das für euch soweit okay? Hat das gepasst? Oder gerade natürlich in Bezug auf Skeletor eher so ein bisschen ja auch entmystifizierend, dass der Herr des Bösen, der Obermacker schlechthin quasi besiegt wurde von Modulok?
Also ich fand das schon passend. Ich finde ja auch, dass Skeletor generell in den Hörspielen nicht als der große physische Kämpfer dargestellt wird. Der hat halt ab und zu mal ein bisschen hin und her mit Themen, aber auch nie einen wirklich harten Kampf ausgetragen aus körperlicher Sicht. Und dass eben da schnell die Puste ausgeht, weil Skeletor ist ja da der böse Magier und nicht der böse Brutalo-Schläger, fand ich schon faszinierend. Und dass Grislaw halt dann irgendwie total am Ende ist und sagt, hey, ich hätte dir den Dienst verweigert, hätte ich das gewusst. Das finde ich auch passend. Es trägt einfach dazu bei, die Gefährlichkeit von Modulok zu darzustellen. Im Grunde ist es wie so ein Aufbau für einen Wrestling-Kampf, He-Man gegen Modulok. Und damit halt Modulok als ernsthafter Gegner für He-Man aufgebaut wird, ist es für mich logisch, dass er jetzt einen anderen starken Gegner, einen Grislaw, besiegt, dass er einen anderen starken Gegner, einen Skeletor, beinahe besiegt. Fand ich gut. Ja, gehen wir nochmal weiter in der Geschichte. Die Helden sind bei Castle Grayskull angekommen und der Kampf, der dort auf sie wartet, dauert, glaube ich, auch gar nicht lange, oder Christopher? Nö, das dauert in der Tat nicht lange. Also als He-Man dann quasi auftaucht, ist eigentlich auch schon wieder alles vorbei, weil die Monsterkämpfer Skeletors dann fliehen und Merman, ist übrigens auch Gottfried Kramer, der wieder hier Merman spricht und sagt dann auch, ja, Unsinn, wir müssen fliehen, und Triclops sagt dann auch, nein, wir haben Skeletor versprochen, wir müssen hier kämpfen, und ja, Merman sagt aber dann direkt, ja, ich gehe wieder in mein Wasserreich, du kannst mich mal, ich hau hier ab. Ja, das war dann auch schon der Kampf im Endeffekt. Wobei den Helden ja dann auch relativ schnell aufgefallen ist, dass Skeletor gar nicht mehr dabei war an vorderster Front, und da wurden sie, glaube ich, auch das erste Mal dann misstrauisch, dass es sich hier um eine Falle gehandelt haben könnte, oder? Richtig, das war sogar Thieler, der das mal aufgefallen ist. Nämlich, sie sagte dann, ah, warum ist denn Skeletor nicht dabei bei so einem wichtigen Kampf? Da kann doch irgendwas nicht stimmen. Und He-Man, Thieler sind dann direkt zur Zauberin und haben sie dann um Rat gefragt. Witzig, das fällt dir auf, aber mit Adam und He-Man fällt dir nicht auf, oder was? Ja, nun mal, man kann ja nicht alles wissen, ne? Weil es gibt halt auch so Sachen mit selektiver Wahrnehmung. Ich glaube, Thieler will das einfach nicht auffallen mit Adam und He-Man. Das kann natürlich auch sein. Ja, okay, aber du hast recht, Christopher, die beiden sind dann auch im Schloss drinne und suchen Rat bei der Zauberin, und ja, das Ergebnis, das, was die Zauberin so von sich gibt, ist natürlich wieder alles andere als letztendlich wirklich hilfreich, mehr so ein paar Phrasen. Ich weiß gar nicht mehr genau, was hat sie denn da gesagt, Sebastian? Ja, also der Geist von Grayskull, wie man es eigentlich kennt, spricht wieder in 1000 Rätseln, warnt vor dem Dämon, der sich spalten und seine Kräfte verdoppeln kann, etc. Pipapo. Und Himon und Thieler stehen natürlich da und sagen, was? Und schon ist der Geist von Grayskull wieder weg, und Thieler sagt nochmal, oh, es ist ja ein Scheißquiz hier, und He-Man sagt dann, ja, Moment, ich glaube, ich komme auf die Lösung. Nämlich He-Man schließt aus den Hinweisen, dass es sich um das Monster in der Schlucht handeln muss, wovon der Geist von Grayskull gerade geredet hat. Und deswegen beschließen er und Thieler halt, das Wesen in die Wüste der Zeit zu bringen, wo es da in den Zeitstrudeln verschwinden soll. Finde ich übrigens eine nette Referenz an Folge 2 damals. Ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen brutal. Nö, ich finde das stimmig. Klar, also wären sie mal auf die Idee gekommen, das mit Skeletor gut zu machen. Wollte ich gerade sagen. Ich meine, wenn man sich der Probleme Eternias entledigen will, dann kann man doch auch im Prinzip alles Mögliche dahin bringen und dann so, ja, tschüss, mach's gut. Ja, wahrscheinlich so, ja, He-Man, wieso machen wir das nicht mit Skeletor? Ah, Thieler, das ist doch ein guter. Aber sage mal, gab's da bei dieser Zauberin-Szenerie nicht noch irgendwas mit magische Kräfte, ich bin in Gefahr, bla bla, irgendwie sowas? Ja, das stimmt. Also in den 1000 Zauberworten, die der Geist von Grayskull sagt, wo ich übrigens auch interessant finde, dass sie immer noch vom Geist von Grayskull reden, dabei betonen, dass es die Mutter von Thieler ist. Also soweit sind wir in den Hörspielen jetzt, aber von Zauberin wird immer noch nichts gesagt. Aber auf jeden Fall wird dann halt auch sowas noch erzählt, dass, wie war das noch genau, dass halt irgendwie magische Kräfte nach ihr greifen würden und sie deswegen wahrscheinlich wieder irgendwie nicht mit der Sprache rausrücken kann und viel in der Richtung. Das
ganz ominöser Teil gewesen, wo ich heute das Gefühl habe, als hätte da ein Plot anfangen sollen, der aber nicht wirklich zu Ende gebracht wird. Weil, um das ein bisschen vorauszugreifen, später wird schon fast in einem Nebensatz erwähnt, dass Mordulok durch irgendwelche Magier nach Eternia gebracht wurde, die ihn nach Eternia geschickt haben. Da scheint es also nahe zu liegen, dass diese Magier auch dafür verantwortlich sind, dass irgendwelche Kräfte so mal wieder beeinträchtigen. Aber daraus wird in der gesamten Folge nie was gemacht. Es wird auch später nie mehr aufgegriffen, dass es da irgendwelche Magier im Hintergrund gab. Die verschollenen Magier. Zum Beispiel. Da kann man auch eine Brücke schlagen. Vielleicht ist schon ja, wieder die. Ja, vielleicht ist ja Mordulok deswegen durch die Tafel, ne? Irgendwie, dass also, das sind aber mittlerweile dann auch nicht mehr die verschollenen Magier, sondern die unkaputtbaren Magier. Ja. Ja, und da schlägst du nicht eine normale Brücke zu, sondern gleich die lachende Brücke. Wie ja, aber Christophers Idee, dass es tatsächlich die verschollenen Magier sein könnte oder ein Teil der verschollenen Magier, finde ich ganz clever. Wenn das jetzt wirklich, was ich zwar bezweifle, aber gehen wir mal davon aus, dass H.G. Francis damals so weit gedacht hätte, irgendwo ein Hintergrund-Epos immer anzudeuten in dieser Masters-Geschichte, das hätte ich wirklich endgeil gefunden. Wenn es heute eine Neuinterpretation gäbe, fände ich das super cool, wenn das so Referenzen aneinander wären. Das stimmt, da muss ich dir recht geben. Also wie gesagt, also ich fand die Idee allein schon mit diesen verschollenen Magiern, was sich ja über 3 Folgen hinweg gezogen hat, die fand ich ohnehin schon genial. Und wenn man da wirklich so im Hintergrund, wenn man das so interpretieren möchte, dass das immer im Hintergrund irgendwie sich abspielt, würde ich auch klasse finden. Ja, und jedes Mal, wenn die Zauberin dann irgendwie Migräne hat, was ist denn jetzt schon wieder so? Der Magier. Aber meine andere Frage, habt ihr eigentlich verstanden, was die Zauberin da am Schluss gefaselt hat? Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich habe da mehrmals reingehört, ich verstehe es nicht. Jetzt, wo du sagst, kann ich es zugeben. Ich habe es auch nicht verstanden. Ich verstehe mal irgendwas von wegen hier Todesschreie, greif nach mir. Irgendwie, ne? Die hat wieder was geraucht. Ich wollte es gerade sagen, ich will meine Schachtel kippen. Manuel, das waren selbstgedrehte. Ich frage mich sowieso, warum die immer irgendwie in Rätseln sprechen muss oder so. Ich glaube, als He-Man hätte ich irgendwie nach 21 Folgen echt die Schnauze voll gesagt und hätte gesagt, schwätz deutlich, Junge. Was soll das denn? So, also ganz ernsthaft, das habe ich, ist mir nie so ganz aufgegangen, warum sie das einfach irgendwie nicht kann. Aber das muss, glaube ich, es liegt, geht wahrscheinlich dem einfach nur zugrunde, dass es besonders mysteriös sein soll. Ja, ich glaube, das ist wirklich der einzige Grund, auch irgendwie, um der Person eine Rolle zu geben. Weil egal, ob das jetzt Hörspiele, Zeichentrick oder sonst was ist, man muss sich das hier überlegen, dass es eine ungeheuer schwierige Rolle ist, dass du dort als quasi Beraterin und Warneinrichtung für He-Man die Hüterin von Castle Grayskull hast. Und Hüterin von Castle Grayskull würde ja eigentlich heißen schon, da kann einiges geschehen. Im Zeichentrick haben sie es zwar so gelöst, dass sie als Zauberin nur in der Burg bleiben kann und kann nur in Adlergestalt in der Regel die Burg verlassen, wo sie nicht so viele Kräfte hat. Aber es ist, denke ich, schwierig zu beschreiben, warum so jemand jetzt einen Typen wie He-Man als Verteidiger von Eternia braucht, wenn eigentlich doch man alles selber erledigen könnte. Und es wird da irgendwie durch diesen mystischen Rätsel-Mambo-Jumbo wohl irgendwie hergebrüht. Und, na gut, war Kauderwelsch, aber zumindest, glaube ich, hat He-Man so weit kapiert, dass sie von Mordulok spricht, weil die Helden machen sich dann sofort auf, um ja den Dämon letztendlich dann aufzusuchen. Und ja, was genau passiert da, Christopher? Ja, also He-Man und Co., die gehen dann los, um also untersuchen halt diese mysteriöse Schlucht, in der Mordulok lebt. Und He-Man bricht dann in den Boden ein und dann kommt es zu dem großen Kampf. Währenddessen ist dann Skeletor und Hordak, die haben sich hinter Felswände versteckt und beobachten das Szenario. Ja, und dann kommt halt das, was Sebastian von angesprochen hat, nämlich dass Skeletor so mit den Ringen hat er es nicht so. Er hat dann diesen magischen Ring abgezogen von der Hand, weil er ihn sich angucken wollte, weil er so schön gefunkelt hat. Und ja, dann ist der Ring halt in die nächstgelegene Felsspalte geplumpst und damit war die Macht über Mordulok gebrochen. Als der Ring dann letztendlich aufgetippt ist und irgendwo in der Höhle verschwunden ist, hat Mordulok seinen Kampf halt auch unterbrochen, obwohl er gerade in diesem Moment dabei gewesen war, He-Man zu töten und ist in der Dunkelheit verschwunden. Ja, aber du sagst es jetzt so leicht hin.
dass er dann einfach verschwunden ist. Ich denke, dass Modulok den Ring gehört hat und hat dann gedacht, scheiße, mein Schatz und nix wie hinterher. Ja, das ist ja sowieso so ein geiles Szenario, ne? Wenn man mal so überlegt, so wahrscheinlich hat Skeletor sich da so gedacht, so, ah, der Ring mit dem Myrrat, das war scheiße, das hat so gebrannt an den Fingern. Nee, den Fehler mache ich nicht normal, deswegen ziehe ich ihn mal ab. Ne, er sagt ja schon, als er den Ring zum ersten Mal überschafft, das haben wir, glaube ich, vorher schon ein bisschen angerissen gehabt, dass Hordak Skeletor den Ring dann übergibt und Skeletor sagt dann auch so, ja, fühlt sich eigenartig an, so heiß und Skeletor hat da scheinbar irgendwie die ganze Zeit so Phantomschmerzen aus Folge 10 noch über, wo ihm das Ding irgendwie in der Hand zerborsten ist. Anders kann man es sich ja nicht erklären. Also das ist so irgendwo, da habe ich selbst als Kind gedacht, das gibt's doch nicht, dass der einfach den Ring abzieht und dann auch noch so blöd ist, mit seinen Wurstfingern den fallen lässt. Und kommen die nie auf die Idee, wenigstens später mit einem Metalldetektor mal da irgendwie die Schlucht abzusuchen? Ja, warte mal. Man at Arms war doch in der Schlucht, um ein Metall zu suchen. Ach so, du meinst, er findet dann später den Ring und sagt dann, boah, haben wir schon ein bisschen mehr erwartet, aber ja, besser als nichts. Ja, mal probieren, ob er passt. Ja, Man at Arms findet den Ring, streift ihn sich über, plötzlich hinter ihm, du hast mich gerufen, oh, Modulok, du. Ja, ich weiß nicht, das Ende ist irgendwie so, ja, jetzt nicht Deus Ex Machina, das will ich jetzt nicht sagen, aber das ist einfach so dümmlich irgendwie. Ich weiß nicht, als ob H.J. Francis sich da so gedacht hat, so er hat das aufgeschrieben und gedacht, so scheiße, jetzt habe ich mich da irgendwie total verwurstet und finde kein richtiges Ende mehr. Ja, ach, genau, als hätte er sich selber so in die Sackgasse geschrieben. Ja, dass er dann gedacht hat, ach, das ist ein Hörspiel für Kinder, scheiß drauf, ist so fertig. Ja, das Ende ist für mich halt einfach, Sackgasse sagt das, glaube ich, ganz gut. Das ist halt unglaublich kreiert, ne? Dass man plötzlich bemerkt, das kenne ich noch aus alten Comics. Das hat man so in diesen, ich weiß nicht, ich glaube bei den Fantastic Four gab es mal diesen Amazing Man, der dann auch irgendwie der glaube ich jede Fähigkeit von den Fantastic Four annehmen konnte und auch dann in dem Moment stärker war und den hat man dann im Endeffekt nur ausgetrickst. So, ja, man hat dann irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung, irgendwie so getan, als wenn man ihn nicht mehr sieht oder irgendwie sowas und dann ist er total durchgedreht. Was, also totaler Schwachsinn im Endeffekt. Ne? Genauso wie man Magneto mal in einer Cartoon-Folge damit besiegt hat, dass man Waffen ihm vors Gesicht gehalten hat, die er dann nicht befehligen konnte und dann dachte er, oh mein Gott, ich habe meine Kräfte verloren und dann sagt Reed Richards ihm am Ende, als er dann abgeführt wird, nein, die ist aus Holz, ich habe sie nur angemalt. Ja, das sind so das sind so Enten, die gehen überhaupt nicht. Ja. Das sind so, Magneto hat dann gesagt, boah, bist du ein guter Customizer. Ja, gut, dass die Handschellen, die ihr mir gerade angelegt habt, wieder aus Metall sind. Also, das war so schlecht. Und da habe ich halt auch in dem Moment nur gedacht, so meine Güte, das kann nicht sein. Und so ging es mir bei dieser Folge am Ende auch. Also das ist jetzt, wie gesagt, schon eine Weile her, dass ich die gehört habe, aber da habe ich am Ende auch wieder nur gedacht, ah nee, also das hätte nicht sein gemusst. Ich finde es ja echt gut, dass man Modulok so heftig darstellen will. Damals als Kind hatte ich ihn ja immer irgendwie als so eine Form von Ameise gesehen. Ja, so ein bisschen insektenähnlich, passt ja auch. Und da habe ich halt gesagt, naja gut, ich habe mir das damals tatsächlich als Kind so erklärt, naja gut, der ist so stark, weil Ameisen ja das Vielfache ihres Gewichts tragen können. So, und das ist dann der Grund, warum He-Man wahrscheinlich nicht gegen ihn ankommt. Weil als Figur hatte der ja immer ziemlich dünne Ärmchen. Aber trotz alledem scheint er ja im Hörspiel ziemlich kräftig zu sein. Das war für mich damals irgendwie so die Erklärung, warum er da gegen ihn ankommt. Aber auch für mich, auch als Kind, habe ich damals schon gedacht, so, naja, das ist jetzt der Ring. Warum wird der Ring heiß? Ist das so wie so ein Handy-Akku, ja? Wenn du eine App laufen hast, dann wird es immer wärmer. Ja, als Kind hast du gedacht, das ist wie ein Handy-Akku. Nein, natürlich nicht. Aber als Kind habe ich zum Beispiel auch gedacht, warum wird der Ring jetzt heiß? So, ist das so anstrengend für den Ring, dass er Modulok kontrollieren muss oder so? Wie hat dann der alte Zauberer das gemacht oder sowas? Der hat immer Handschuhe getragen, der war schlauer als Skeletor. Also, weißt du, hey, jetzt so. Wissen wir den Grund, warum er Hordak den Ring geschenkt hat. Ja, genau. Der Ring hat nur eine Macke, der wird schnell heiß, ja, kein Problem. Ja, oder zum Beispiel auch, warum musst du den Ring unbedingt am Finger tragen? Reicht es nicht, dass du ihn irgendwie hast? Dann hätte er ja auch, wie die neuen Leute das ja alle so hip machen, sich das als Kette um den Hals hängen können, ne?
Ja, das stimmt. Das ist auch wieder was Wahres dran. Also ich gebe euch da schon recht. Also ich finde die Tatsache, dass Skeletor den Ring da so dämlich verliert, ja, ist es selbstbezeichnend. Es ist schlichtweg dämlich einfach. Allerdings finde ich das irgendwie es hat mir gefallen, dass Modulok wirklich nur demjenigen gehorcht, der den Ring hat. Das heißt, er folgt Skeletor nicht aus Überzeugung oder aus Hass gegen He-Man heraus oder weil Skeletor ihm jetzt da einen Batzen Gold oder irgendwas versprochen hat oder irgendwas in der Form, sondern für mich war es da in dem Moment einfach überzeugend, dass es nur des Ringes wegen war. Und deshalb fand ich es dann einfach auch cool, dass er mitten im Kampf auf einmal auf einmal dieses Klimpern dann hört, wie der Ring irgendwo dann aufschlägt in der Tiefe und ihm da bewusst wurde, okay, jetzt hat Skeletor den Ring verloren, er hat keine Macht mehr über mich und damit gibt's für mich auch einfach keinen Grund mehr, jetzt hier vorerst weiterzukämpfen, dreht wortlos um und verschwindet. Ja, so wird es sich Hagel Francis ja auch gedacht haben. Das Ding hat nur einige Lücken, beziehungsweise es geht nicht so ganz auf. Ich hätte es da dann wirklich besser gefunden, wenn es halt so gewesen wäre. Beziehungsweise ich fange mal so an. Modulok ist ja unabhängig davon, wer sein Herr ist, schon ein gefährliches Monster gewesen. Da hat er schon ganz am Anfang die Helden angegriffen und so. Wieso sollte Modulok dann plötzlich aufhören, kurz bevor er He-Man erledigt hat, nur weil Skeletor den Ring nicht mehr hat? Da hätte ich es sinnvoller gefunden, wenn zum einen Modulok sich überhaupt hatte weigern wollen, Skeletor und Hordak zu dienen. Und nur durch den Ring wird Modulok halt dazu gezwungen, gegen seinen Willen gegen He-Man zu kämpfen. Und während He-Man gegen Modulok kämpft, stehen Skeletor und Hordak direkt daneben. Dann verliert Skeletor durch irgendein doofes Missgeschick, weil er ihn halt sich abgezogen hat, den Ring. Modulok hört es, kriegt es mit, dass der Bann jetzt geschlagen ist. Und Modulok, rachsüchtig wie er ist, hätte sich dann gegen Skeletor und Hordak gewandt, die daraufhin vor dem geflüchtet wären. Und He-Man wäre übrig geblieben. Das wäre für mich jetzt nachvollziehbarer und sinnvoller, als das nur irgendwie ist. Modulok kämpft da, ist ein wilde Bestie, denkt sich aber dann noch, ah ne, jetzt wo der Ring da irgendwo hingefallen ist, ne, da gehe ich jetzt. Okay, wir haben das schon angeschnitten, dass Modulok, wie Gordon es auch empfunden hat, im Grunde fast wie ein Ameisenwesen da beschrieben wird. Er ist ein Höhlenwesen, der buddelt sich gerne irgendwo ein. Aber das mit der Synchronstimme finde ich auch interessant. Es wird ja noch extra gesagt, wir sprechen aus einem Mund, aber wir sind zwei. Und das fand ich eigentlich faszinierend, wie sie da ein doppelköpfiges Wesen so umgesetzt haben, dass halt beschrieben wird, es sind tatsächlich zwei separate Wesen, die aber synchron sprechen. Das fand ich sehr abstrus eigentlich. Ja, im Gegenzug zu Multibot später, ne? Ja, das sind ja dann zwei vollkommen separate Wesen. Bei Multibot hätte man es ja noch eher verstanden, weil es ein künstlicher Roboter war. Aber hier bei Modulok, dass es im Grunde nicht ein Monster ist, das sich teilt, sondern zwei Monster, die aber gerade jetzt zusammengeschmolzen sind und synchron reden, das ist irgendwie ein bisschen eigenartig. Es wirkt für mich heutzutage natürlich als simpler Workaround dessen, dass sie nur einen Sprecher für die Rolle bezahlt haben. Aber trotzdem, als Kind fand ich das sehr faszinierend. Wäre doch eigentlich auch ein Gag gewesen irgendwie, in dem Moment, wo sich Modulok geteilt hat, was er ja während des Kampfes tut, wenn er da auf einmal zwar auch mit der gleichen Stimme gesprochen hätte, aber nicht mehr quasi mit diesem Echo-Effekt, sondern quasi wirklich separat, weil sie getrennt sind. Ja, stimmt, hätte ich gut gefunden. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass der Synchronsprecher Manfred Szymanski, der hat das aber gut rübergebracht. Und ich fand auch diesen Effekt, den die darüber gelegt haben, mit diesem Hall. Ich fand, das klang einfach top. Also ich habe da jetzt nicht so wirklich was dran auszusetzen. Gleiches muss ich aber auch sagen wie Gordon. Ich habe Modulok, er hat halt einen Tonschädel und einen Ameisenschädel. Das habe ich auch immer so gesehen. Und ich fand aber auch die Idee, dass er sich da durchgraben kann und dass er halt Tunnel baut und sowas, das fand ich großartig. Ich fand das auch super gelöst von HJ Francis. Ja, absolut. Ich stimme dir da auch zu mit der Stimme, wie das gelöst wurde und wie das da mit diesem Doppeleffekt gemacht wurde. Gefällt mir richtig gut. Mir gefiel auch der Synchronsprecher saugut. Es ist halt nur ein recht ungewöhnlicher Weg gewesen. Normalerweise hätte man ja erwartet, dass das halt zwei verschiedene Stimmen wären. Und diese Darstellung als Ameisenwesen finde ich sehr, sehr sinnvoll. Also letzten Endes sehe ich es auch so, dass Modulok gestalterisch sehr stark auf einer roten Ameise aufgebaut hatte.
Ja, der Kampf ist entschieden. Man weiß zwar nicht genau, wer jetzt wirklich gewonnen hat. Monolog haut ja einfach ab. Zumindest ist das Hörspiel an dieser Stelle zu Ende. Skeletor hat natürlich wieder alles vergeigt durch eine wirkliche blöde Aktion. In dem Fall, dass er den Ring da verloren hat. Und die Helden letztendlich kehren dann zum Palast zurück. Was mit Monolog wird, weiß man an dieser Stelle einfach noch nicht. Aber vielleicht taucht er in einer der folgenden Episoden da hier und da nochmal auf. Ja, die Geschichte an sich letztendlich ist nicht jetzt wirklich spektakulär. Von daher bin ich jetzt einfach mal auf euer Feedback gespannt. Wie würdet ihr denn jetzt diese Episode letztendlich nochmal benoten in Form von Schulnoten? Sebastian, fang mal an. Ja, also wir haben die Folge jetzt ja im Grunde aus reiner Erwachsenensicht ziemlich in der Luft fast zerfetzen können, weil da einiges nicht so ganz aufgeht und der Plot hat nicht nur ein paar Logiklöcher, sondern ist auch recht dünn gesät. Nichtsdestotrotz gefällt mir die Folge bis heute gut. Das ist halt, wo ich sag, im Grunde kack auf die Story, ich lasse mich davon einfach tragen. Das ist für mich ein bisschen so sinnfreies Popcorn-Kino, was mich aber unterhalten kann. Vielleicht ist da die nostalgische Brille angesetzt, aber trotzdem empfinde ich die Folge heute so zwischen 3 Plus und 2 Minus. Aus rein gefühlter Sicht. Ich höre sie mir immer gerne an. Als Erwachsener kann ich natürlich über manche Sachen sehr schmunzeln, aber es sind auch spannende Momente dabei. Durchgehend gute Synchronleistungen. Die Soundeffekte finde ich auch besser als in manchen von den letzten Folgen. Und insofern war das für mich schon immer eine recht angenehm zu hörende Episode. Ja, du hast recht, Sebastian. Wir haben die natürlich jetzt aus Erwachsenensicht besprochen. Ich versuche jetzt mal mein Fazit mal auf meine Kindheitserinnerungen zu basieren. Es gibt ja immer wieder mal einzelne Episoden, die man als Kind häufiger gehört hat. Es gibt Episoden, die man weniger gehört hat. Und mein abendliches Ritual war eigentlich, dass ich den Kassettenkoffer aufgemacht habe und dann hat man sich quasi eine Geschichte rausgesucht und dann letztendlich dann zum Einschlafen eingehört. Ich kann mich daran erinnern, dass Dämon Monolog relativ selten dabei war. Ich kann mich erinnern, dass mir die Folge auch als Kind nicht so gut gefallen hat. Ich kann zwar jetzt nicht mehr genau sagen, was mich als Kind daran gestört hat. Ich weiß nur, dass andere Episoden, wie beispielsweise mal die lachende Brücke, Anti-Eternia etc., wirklich bestimmt 10-mal häufiger ich angehört habe, wie jetzt diese Episode Dämon Modulok. Und jetzt auch als Erwachsener, als ich mir jetzt im Rahmen der Sendung jetzt nochmal angehört habe, hat mich das auch nicht wirklich jetzt gepackt. Ich komme einfach von dem Eindruck nicht hinweg, dass es wirklich eine Werbefolge ist. Klar, es ist eine Werbefolge, Logo, aber das ist für mich einfach zu dominant an der Stelle. Mir fehlt da tatsächlich doch so ein bisschen auch die Handlung, was mich an vielen anderen Episoden einfach wirklich, wirklich fesselt. Beispielsweise auch Todestor, was wir jetzt auch im Rahmen jetzt hier unseres Talkbacks auch hin und wieder mal erwähnt haben, ist zum Beispiel so eine Folge, die packt mich einfach, die finde ich extrem gut gemacht. Mir fehlt das einfach hier bei Dämon Modulok irgendwo, dass da wirklich Story-Elemente dabei sind, die mich jetzt einfach wirklich in den Bann ziehen. Es ist, finde ich, relativ dünn gemacht und das stört mich einfach, muss ich jetzt doch leider sagen. Schulnote würde ich von daher ja zu einer 3,5 bis 4 tendieren. Ich muss da eine kleine Anekdote erzählen, und zwar letztes Jahr war ich bei meinen Großeltern zu Besuch und mein Opa, der hatte ein Videoband wiedergefunden und da saß ich als kleiner Jaust, damals noch mit vollem Haar, hab da gespielt und zwar habe ich da eine Höhle gebaut und hatte Modulok in der Hand. Ich vermute jetzt mal stark, dass ich diese Folge nachgespielt habe. Deswegen hat mich das so ein bisschen, ja, war so eine kleine Kindheitserinnerung. Das fand ich super und das passt jetzt auch heute in der Besprechung ganz gut mit rein. Weil ich kann mich auch erinnern, dass Modulok als Kind eine meiner Lieblingsfiguren war. Ich finde den auch heute noch nach wie vor genial. Die Folge an und für sich höre ich mir heute noch ganz gerne an, auch wenn sie hier und da ein paar Logikfehler hat und der Plot vielleicht nicht ganz so schlüssig ist. Aber nichtsdestotrotz, wenn man da ein paar Augen zudrückt, finde ich, kann die Folge unterhalten und ich finde sie auch nach wie vor eigentlich ganz gut. Von daher würde ich ihr etwa eine 2- geben.
Ja, also wie gesagt, ich kann es jetzt ja auch nur aus der Erinnerung machen. Bei mir ist es halt auch noch eine ganze Weile her. Ich weiß, dass ich es, ich glaube, vor einem Jahr oder anderthalb oder so nochmal gehört habe. Und da fand ich viele Passagen, sehe ich ähnlich, sehr anstrengend, wo ich auch einfach gedacht habe, früher als Kind, wie gesagt, ist mir eigentlich nur aufgefallen, dass das Ende so ein bisschen naja war, aber man hat das dann irgendwie so abgetan. Gut, das ist halt die Fernsteuerung für Modulok und die ist ihm jetzt aus den Händen gefallen, dann ist das eben so. Ich glaube, da gab es ungefähr genau gleich blöde Episoden bei dem Cartoon. Von daher fand ich das eigentlich nicht so schlimm. Sprecherleistung ist natürlich schon so eine Sache, dieses Rufen Modulok ist halt teilweise unglaublich anstrengend, ja. Und das tut mir leid, aber das führt heute immer noch dazu, dass ich darüber echt lachen muss. Als Kind habe ich das nicht so wahrgenommen, aber ich hatte das auch nicht mehr im Ohr. Und als ich das wieder gehört habe, das erste Mal musste ich so lachen. Da musste ich das Hörspiel erstmal unterbrechen, weil ich einfach nur dachte, oh Mann, scheiße. So, und da ist halt auch so eine unfreiwillige Komik irgendwie dabei. Wie wir selber jetzt schon festgestellt haben, obwohl wir sehr lange darüber gesprochen haben, es ist, es ist halt sehr platt und sehr geradlinig von der Story her und deswegen gibt das eigentlich gar nicht so viel her. Wundert mich eigentlich, dass sie das auf 43 Minuten dann doch noch so kompakt verteilen konnten. Die Sprecherleistungen sind für mich aber ansonsten mit Ausnahme des komischen Rufens eigentlich vollkommen okay. Für mich eigentlich auch eine dieser Folgen, wo das erste Mal für mich als Kind klargestellt wurde, okay, Skeletor ist der Schüler von Hordak. Das war für mich vorher irgendwie nicht so wirklich klar. Das hat sich erst für mich aus den Hörspielen heraus ergeben. Und ich wusste auch nicht, dass das im Minicomic oder so dann irgendwie mal so geplant war. Es hat sich erst da ergeben und später habe ich das erst nachgelesen. Alles in allem, also aus nostalgischen Gründen bestimmt noch eine 3, aber ich glaube, wenn man es realistisch sieht, tendiert es vielleicht doch eher zu einer 4. Achtung, diese Rubrik kann Spoiler enthalten. Wenn ihr Spoiler vermeiden wollt, dann geht jetzt vor zum nächsten Thema. Ja Mensch, da weiß man noch nicht mal offiziell, was nun mit Point Dread und Teela passiert. Schon drehen sich die Gerüchte um das Jahr 2016. Die lang gerüchteten Robotpferde sollen kommen, beziehungsweise zumindest Nightstalker den Anfang machen. Ebenfalls länger wird über Snake Mountain bereits geredet, das laut neuesten Gerüchten nun möglicherweise gar kein vollwertiges Playset, sondern ein Diorama eher werden könnte. Und während im neuen Minicomic schon die Rückkehr von King Hiss angekündigt wird, soll im 8. Heft eine ganz besonders obskure Person aus den 80ern zu sehen sein. Ob die bei den Fans so richtig zieht, werden wir aber wohl erst gegen Jahresende erfahren. Hat dir diese Ausgabe vom Himalischen Quartett gefallen? Dann unterstütze jetzt unseren Podcast mit deiner Bewertung und deinem Kommentar. Nachdem du in iTunes das Himalische Quartett aufgerufen hast, kannst du uns über die angedruckte Sternchenleiste deine Bewertung zukommen lassen und den Podcast direkt im Anschluss auch kommentieren. Jedes positive Feedback hilft dem Quartett, seine Position in iTunes zu verbessern, um noch mehr Fans und interessierte Zuhörer zu erreichen. Vielen Dank für deine Unterstützung. You have the power. Das Himalische Quartett, präsentiert von PlanetEternia.de. Ja, damit ist diese Ausgabe des Himalischen Quartetts auch fast wieder zu Ende. Aber ihr wisst es sicher schon, in ca. 3 Wochen melden wir uns wieder zurück mit einer neuen Folge. Ja, und bis dahin könnt ihr uns gerne wieder Feedback zukommen lassen und natürlich auch Fragen für unsere Frage-Antwort-Runden zuschicken. Bei uns heute Gast war Christopher van Stralen, aka Scarecrow. Vielen herzlichen Dank für deine Teilnahme. Ja, vielen herzlichen Dank und hat wieder Spaß gemacht, auch mal wieder dabei zu sein. Und ja, magische Kräfte greifen auch nach mir, deswegen verschwinde ich jetzt. Bis dann. Ja, in diesem Sinne, tschüss, bis bald und gute Reise. Ja, tschüss, bis dann. Und wisst ihr eigentlich, wie Modulok heißt, wenn er einen seiner Köpfe verliert? Monolog. Ja, tschüss, bis dann. Und ich habe noch eine Frage an euch. Warum kann Skeletor nie Wrestler werden? Er hat's nicht so mit dem Ring. Mann, oh Mann, oh Mann. Ist der schlecht. Gut, dann passt das so. Bevor ich jetzt antworte, was für einen Fehler soll ich eigentlich eingehen? Auf deinen Fehlen, nicht auf deinen Fehler. Achso.
Heute wird es dämonisch, denn wir reden über... Mandulok! Ist das ein Scheißbild? Take 17. Es wird einfach heute mit den Witzen durchzukommen, ich merke das schon. Ich muss doch irgendwann mal so mittendrin rufen, ihr seid ein prima Publikum. Okay, pscht, pscht. Okay. Sepp ist dran. Jo. Oh, okay. Hab ich jetzt verpasst. Point Red, was sagst du? Ja, das ist auch nur meine Meinung, durchaus. Den Geilo Award hat ja diesmal Hermann im Forum bekommen. Als er gehört hat, dass King Chubla die neueste Figur wird, hat er geschrieben, das ist ja unterste Chublade. Hat mir gut gefallen. Ja, das fällt mir nur so ein Blabla. Ne? Genau, und jetzt darf Gordon etwas Eigenwerbung betreiben. Ja, danke, Gordon. Wahnsinn. Gordon? Ja? Möchtest du nichts sagen? Du bist doch da! Achso, ich bin jetzt dran, ja? Ja, eigentlich schon, ja. Achso, ja, alles klar. Ich habe ehrlich gesagt auf Gordon gehofft, als wandelndes Popculture-Lexikon, dass der jetzt irgendeine abstruse Verbindung hätte. Nee, leider nicht. Deswegen frage ich. Ich bin schockiert. Ja. Wozu haben wir dich eigentlich hier? Ja, das frage ich mich auch. Tschüss. Das semanische Quartett. Präsentiert von PlanetEternia.de. Oh, endlich ist es vorbei. Ich muss mich hinsetzen. Das war die schrecklichste Aufnahme, die ich je ausgestanden habe. Ich bin mehr tot als lebendig. Wenn ich gewusst hätte, was für eine Diskussion auf mich wartet, ich hätte euch die Aufnahme verweigert. Da fällt mir ein, habe ich euch schon erzählt, dass bei mir gerade die Baustelle ist? Nee. Ja, ein Abwasserrohr unterm Haus macht irgendwie Probleme. Deshalb mussten sie direkt hier im Aufnahmeraum ein Loch bohren. Manuel? Manuel! Manuel! Der Schacht muss sehr, sehr tief sein. Hört doch, wie es hallt. Naja, bis zur nächsten Folge wird er schon wieder rauskriechen. Hat ja 3 Wochen Zeit. Ach, weißt du was? Schmeiß einfach einen Stein drauf. Ja, da wissen wir mittlerweile den kompletten Inhalt. Halt, stopp. Okay, das war nix. Dann müssen wir nochmal anfangen. Du hast gerade extreme Verzerrungen gehabt. Schon klar. Nee. Das war's. Okay. Leg los. Ich lege jetzt los, ja? Ja. Richtig. Also jetzt. Also jetzt lege ich los. Genau. Halt, warte noch eine Sekunde. Jetzt kannst du loslegen. Also jetzt? Ja. Nee, jetzt bist du zu spät. Ja, schade. Okay, nächstes Thema. Okay, was ist 4.2? Teaser auf. Okay. Jetzt kannst du loslegen. Soll ich jetzt loslegen? Ja. Also mit 4.2? Nee. Wie du willst. Kannst auch 4.0 nehmen. Ich ruf mal schon mal den Zimmerservice, bis du angefangen hast, ne? Ja. Gut. Guck mal deine Schublade. Nee, jetzt mag ich nicht mehr.